amazing. Wir gehen ein in die Energie. Wir sind Naja, da sind wir wieder. Dort, wo wir vor ein paar Monaten das Album aufgenommen haben. Jetzt ist es fertig, jetzt gibt es Büdeln. Und, also das ist nur eine Attrappe, aber das war übrigens der erste Entwurf, den Universal gebracht hat. Und ich habe ihm gleich genommen. Also das Büdel hast du gemacht, das kennst du ja noch. Das kenne ich noch, ja. Und ich war voll happy damit von Anfang an. Und jetzt steht es da. Sehr gut. Ist immer wieder spannend. So der ganze Prozess so von einem Album. Ne? Was mit dahinter steckt, gell? Ja. Mit den Liedern waren das ja, der Beginn, der ja jetzt schon 1,5 Jahre oder so her ist. Also prinzipiell habe ich mir gedacht, ich möchte es heute ein Gespräch mit euch führen, weil es gibt irgendwie keine Leute, die mir sinnvolle Fragen zum Thema Musik irgendwie stellen. Oder das passiert selten. So in normalen Promo-Interviews, wenn es überhaupt um Musik geht, dann wird es so nebenbei oberflächlich irgendwie so angeschnitten und dann weiß ich meistens auch nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß aber, dass ich das. Meine Zuhörer sind viele Musiker drunter, also wisst ihr ja eh, und durch alle Levels von Kindern, die anfangen, Anfänger, Hobbyspieler, Profis. Und die schicken mir ja immer richtig detaillierte Fragen zur Musik. Und deshalb weiß ich, dass da Leute gibt, die sich wirklich für das interessieren, was wir als Musiker auch zum Sagen haben. Und deswegen habe ich euch eingeladen als Kern meiner Band quasi. Und am Anfang möchte ich mich eigentlich gleich mal bedanken bei euch. Vielleicht, Vicky, könntest du den Wein holen, weil ich möchte über Gefühle sprechen. Nein, wie gesagt, das Liederschreiben, also das habe ich eh schon so oft gesagt, aber das ist für mich eine irrsinnig persönliche Geschichte. Und da wird immer so viel aufgebrochen innerlich. Das ist auch anstrengend oft so für mich. Und deswegen haben wir, ich habe jahrelang jetzt keine Lieder geschrieben, weil ich mich vor dem irgendwie gedruckt habe. Weil eben so in meinem ganzen nahen Umfeld eben Leute gestorben sind und mit Krankheiten habe ich zu tun gehabt. Aber es war die Geburt von der Fanny da, was unglaublich natürlich für mich war. So total einschneidende Erlebnisse halt. Und ich habe gewusst, dass das rauskommt halt beim Liederschreiben. Und nachdem ich das gehabt habe, die Lieder, und wir angefangen haben mit dem ganzen Projekt, das war einfach super, wie es ihr da unterstützend wart und auch konstruktiv, aber mir es nicht aufgebaut habt. Und das war einfach leid. Und da will ich halt Danke sagen, einmal zu Beginn. Sehr gerne. Sehr gerne. Da, wo jetzt die Bandmaschine steht, ist Zeigel gestanden bei den Aufnahmen. Und das bringt mich gleich zu einer Frage, die ich mir gar nicht davor überlegt habe, aber ist eh gut so. Du hast ja das Zeigel, quasi du hast nicht über dein Zeigel die Aufnahmen gespielt, sondern über meins. Genau. Und das heißt, du hast davor eigentlich vor der ersten Aufnahme niemals auf diesem Schlagzeug gespielt. Du spielst da bei Live-Gigs oft so. Ja. Also über Instrumente, die vor Ort stehen, die du quasi kennenlernst direkt beim Gig. Finde ich irrsinnig charmant und ist auch meiner Auffassung von Musik machen irgendwie zuträglich, weil es passt gut zusammen. Aber wie siehst du das? Also, das stört dich einfach nicht. Du fühlst dich dann auf das Instrument ein und spielst dann mit dem. Ja, das ist nicht so von heute auf morgen passiert, sondern das war so ein längerer Prozess. Und das hat irgendwann einmal angefangen, dass die Aua in den späten 80er Jahren, wie ich in Boston gelebt habe, auf einem Flug meine 7 Becken, auf die ich Jahrzehnte gespielt habe, verloren hat. Und dann haben wir gedacht, scheiße, mein Sound ist weg. Ja, das haben wir als erstes gedacht. Mhm. Und dann bin ich aber draufgekommen durch dieses einschneidende Erlebnis, dass ein wesentlicher Teil meines Equipments oder wo ich dachte, meiner Identität auf einmal weg ist, bin ich draufgekommen, dass ich ja der Sound bin und nicht meine Becken. Ja? Das war ein Erlebnis. Und das andere war, dass man in New York, wenn man so einen Gig spielt mit ein paar Jazz-Hankern in einem Akustik-Jazz-Club, wo kaum Schlagzeuger spielen durften. Und da habe ich mit dem Kirk Lightsey am Klavier und dem Cameron Brown und mit dem, wie heißt der jetzt, der Trompeter?
fällt mir jetzt nicht ein, berühmter Jazzmusiker, habe ich eine Woche lang gespielt, 3 Sets pro Abend, aber nur mit einem Becken. Sie haben gesagt, du darfst nur Becken spielen, ob ich das machen würde. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich machen. Der Kirk Leitze hat noch, der Pianist hat nur das Becken mitgebracht. Er hat gesagt, das ist das Becken. Das ist dein Becken? Ja. Und jetzt habe ich wirklich eine Woche lang nur mit Becken gespielt, mit diesen Henkern. Gell? Und Tom Harrell ist der Trompeter. So, die Jazzer werden wissen, wer das ist. Und nach einer Woche, schwöre ich euch, bin ich draufgekommen, was alles für Sounds sind, nur in einem Becken, das nicht einmal meins war, nämlich das, das der Kirk Leitze mitgebracht hat, aber was ich in der Lage bin, aus so einem Becken, das ich nicht kenne, außer zu holen. Und was da in so einem einzigen Becken wohnt, an Sounds. Und die Kombi dieser verschiedenen Dinger, plus auf Tour sein mit dem Woody Shaw, auch in den 80ern, da habe ich noch studiert in Graz, auf wochenlangen Tourneen, wo man als Woody and the Sardines eingepfercht in so einem Citroën mit einem Fahrer und Roadmanager und wir drei Musiker. Da hat kein Schlagzeug Platz gehabt, ja, ganz einfach. Und da habe ich jeden Abend auf einem anderen Set gespielt, jeden Abend. Und alle diese Geschichten haben mich irgendwann einmal so haben das aus mir rausgeholt, was eigentlich die Essenz, finde ich, eines Sounds von einem jeden Musiker und jeder Musikerin ist, nämlich die eigene Vorstellungskraft von dem, wie man klingen will. Und ich kann mich erinnern, Pupsl, du hast nach der ersten Probe, die wir da gehabt haben, oder so, hast du gesagt, das Schlagzeug hat noch nie so gelungen. Absolut, ja. Das hat mich komplett fasziniert. Ja, das hat du hast nicht einmal dein eigenes Nähr mitgehabt. Nein, gar nichts. Hat sowas genau. Von anders gelungen, das ja. War für mich faszinierend. Ja. 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 Unglaublich, was das. Und das ist jetzt nicht was, wo ich drüber nachdenke. Gell? Sondern das war meine Frage gewesen, genau. Ja. Oder ist das organisch so passiert? Ja. Ich kenne niemanden, der so ein Drumset, seinen Sound aufdrückt. Aber es ist ja kein Aufdrücken bei dir. Ja. Es ist passiert einfach. Aber ich kenne, schon mit ein paar Schlagzeuger gespielt, ich kenne niemanden, der das so. Ich wünsche mir einfach so, dass das so klingt und dann klingt es auch so. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist keine intellektuelle Meisterleistung oder sowas. Nein. Ist mehr, du hast dann an den Proberaum hingesetzt und gesagt, das... Nein, ich habe nichts rumgeschraubt. Ja. Und ich liebe es aber auch, mir auf das voll einzulassen. Ja. Mhm. Ohne groß rumschrauben und irgendwas. Da bist du oder seid ihr beide am Meister drin, finde ich, bei Live-Gigs auf den Raum und auf das Setting halt einzugehen, was es einfach braucht an dem Abend. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich keine Setlisten zum Beispiel daheim machen will, weil ich ja nicht weiß, was das für ein Setting ist. Ja, find ich finde das an der Band. Ich auch. Ich liebe das. Ich mache das keinen Stress. Ich finde, das macht es so frisch. Ja. Man muss dauernd auf die Zehenspitzen bleiben. Also unsere Abläufe sind ja nicht fix. Ja. Es ist eigentlich fast nichts fix. Und ich habe das Gefühl, sobald sich was einreißt, sobald wir was 10-mal gemacht haben, ist schon wieder langweilig jeden schon, dass man das komplett über den Haufen wirft, oder das Lied haben wir eine Zeit lang nicht gespielt. Das finde ich das Tolle an dem. Das macht es so frisch. Ich habe auch eine Zeit lang, wie ich noch mehr in der Schweiz gespielt habe mit dieser Schweizer Swingband, da war es auch oft so, dass ich keine Amps mitgehabt habe. Mhm. Und das war dann teilweise wirklich so, dass wir Swingy gespielt haben und ich über einen Marshall-Turm einfach das Spiel habe. Aber es war auch wurscht, weil es ist der Spüler, der es ausmacht und eigentlich nicht der Amp. Ja, gerade jetzt mit deiner Plastik-Papier-Gitarre da. Mit der jetzt ist es eh wurscht. Ich glaube, du musst das zu der Gitarre sagen, warum die jetzt da ist. Ich glaube, das interessiert jeden, dass die ein paar nicht so billige daheim stehen. Ja. Vintage-Teile, warum ist jetzt die Gitarre geworden? Naja, für mich hat sich jetzt mit unserer Partie als Gitarrist ganz viel geändert, weil ja davor der Storni zweite Gitarre gespielt hat und ich viel weniger gemacht habe an der Gitarre. Und weißt du, ich habe halt meinen eigenen Stil halt irgendwie, das ist halt so selber zusammengestickelt und ist aber auch speziell dadurch, das weiß ich ja. Und bei den Jazzgitarren ist es oft so, dass gewisse Frequenzen nicht so rauskommen. Mhm. Und mit der grünen, die ist zwar billig, aber ich höre jeden Ton. Auch die tiefen Seiten. Ja. Das ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen zu twangy oder so, aber ich höre jeden Ton und das will ich halt jetzt auch rauskitzeln. Das, was ich da mache, auch während dem Singen, das sind oft halt spezielle Dinge im besten Fall. Das macht Sinn. Speziell. War das der Plan mit der Gitarre? Bei der Aufnahme ist das gekommen. Ja, okay. Die erste Aufnahmesession habe ich auch noch mit der anderen Gitarre gespielt. Ja. Mit der Akustikgitarre über den Amp, das ist auch ein geiler Sound. Mit der alten Gibson. Mit der ganz alten Akustikgitarre eigentlich. Und mit dem Akustiktonabnehmer, dann aber in einen normalen E-Gitarrenverstärker eine. Das hat auch einen speziellen Sound.
Und dann ja, bin ich irgendwie jetzt, und jetzt bin ich auf der Hängerblume, ja, auf der Grünen. Ich finde das super. Ich spiele teilweise die Swing-Nummern auch mit der und das geht sich trotzdem aus. Ja. Irgendwie. Naja. Ich habe mir da ein bisschen was zusammengeschrieben, dass ich habe mir so viele Fragen überlegt. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Ne? Gespannt. Aber genau, zur Bandmaschine. Ich habe die extra so prominent ins Bild gerückt, weil es, finde ich, essentiell und wichtig ist, was das ganze Album betrifft. Und das wäre meine Frage auch an euch. Inwiefern hat der analoge Aufnahmeprozess sich auf das Album ausgewirkt? Was glaubt ihr? Oder wie stark ist das, der Einfluss? Ich finde extremst. Es hat vor allem erstens zum ganzen Prozess passt, der sehr organisch war und eigentlich sich immer so ergeben hat und sehr immer, glaube ich, immer die Idee war, dass das möglichst live und ehrlich sein soll und ohne Schnitte und ohne Zurechtrücken. Zu dem hat super passt. Ich war das allererste Mal mit dir aufgenommen haben, war ich sehr überrascht, weil ich an diesen Hokuspokus nicht wirklich glaube, an analog. Ich war sehr überrascht, wie gut die klingt und wie warm es klingt. Aber was nur viel mehr ist, ist der Prozess. Das ist für mich auch. Der Arbeitsprozess damit. Dass einfach, man hat, wenn das Band aus ist, ist es aus. Man hat nur ein paar Takes eigentlich. Man kann dann nichts mehr machen. Man spielt anders, man konzentriert sich anders. Das ist für mich wieder wie im Proberaum mit 13. Es ist ein anderer Fokus. Es geht um mehr. Man kann dann eben nicht im Computer alles zurechtrücken. Das kann man sich nur so viel vornehmen, aber man hat das immer im Hinterkopf, ja, wenn man digital aufnimmt in einem normalen Studio. Ist auch, man kriegt auch super Ergebnisse, aber es ist halt was anderes. Und zu der Musik hat das für mich extrem gut gepasst. Alex, ich meine, du hast ja die ersten Jahre eigentlich nur so aufgenommen, ne? Ich würde das gerade sagen, ja. Also das hat mich wieder zurückgebracht in meine Basis eigentlich, Studiobasis. Ja. Da war ein Studio, war einfach normale Standard. Ausstattung. Genau, normale Ausstattung. Genau. Und ich finde es auch wunderbar, dass eine Band, die ganze Band in einem Raum ist und einfach wirklich gemeinsam Musik gemacht wird. Ja? Und nicht herumgeschnippelt und nicht overdubs, tausend und irgendwas. Das passiert fast nicht mehr. Ja, und das finde ich wunderbar, abgesehen vom Sound. Ja? Also, das, auch, liebe, das hat mich schon auch fasziniert, Sound, ja, dass das wirklich deutlich Sound, hörbar ist. Die hör's ganz klar. Ja. Also für mich ist das ganz, ganz offensichtlich. Na, für mich hat das eigentlich jetzt 25 Jahre gedauert, dass ich mir das überhaupt zutraue, so aufzunehmen, weil ich bin anders aufgewachsen. Mhm. Für mich war das ganz klar. Ich bin das ganze Musikmachen hat bei mir angefangen mit zwei Kassettenrekorder als Bub. Ich habe was gespielt, habe das aufgenommen, habe es angespielt und habe mit dem anderen wieder dazu gespielt. Über das habe ich mit der Musik eigentlich so genähert, zu Beginn. Und deswegen war dieses Track-Recording immer für mich, also das war halt die Art, wie man aufnimmt. Und da war die Mondsüchtig-Platten für mich eigentlich eine Annäherung zu dem, weil das war Instrumentalmusik. Das war für mich noch leichter, als weil da kommt, jetzt ist der Gesang einfach auch noch dazu gekommen, der dann im Moment passen muss. Und also, wenn ich ehrlich bin, wie wir die erste Session gehabt haben, wie man das nachher angehört, ich habe gerät, verfreit. Also, erstens einmal, wie geil das klingt, aber auch, weil ich so stolz war, dass ich das selber machen kann, sowas. Und dass das dann so klingt. Also. Ich habe einmal gerät. Da gibt es einen Song, der heißt Nur mit dir. Und da war meine persönliche Geschichte dahinter, dass ich damals wusste, dass das jetzt mit meiner jahrelangen Lieben nichts mehr ist und nichts mehr wird. Und dann bin ich da gesessen und wir haben das gespielt und mir ist das Wasser runtergekommen. Und sie hat mich, weiß ich nicht, eine Woche später gefragt, ob wir uns dann treffen, irgendwann zu Weihnachten. Ich habe gesagt, ich treffe dich sicher nicht zu Weihnachten. Ja. Das war eine ganz klare Sache. Aber das hat mich auch sehr berührt, gell? Und da habe ich auch geheult, weiß ich noch ganz genau. Also, du wusstest jetzt erst gar nicht, was jetzt los ist. Ja. Ja, das muss ich auch jetzt gleich noch loswerden. Hm. Ich finde die Songs, die du geschrieben hast, großartig. Wirklich. Also wirklich großartig. Nämlich aus jeder Hinsicht. Ja. Egal, wo man drauf hinschaut oder drauf hinhört oder wie man reinhört. Ich glaube, wenn man sich drauf einzulassen bereit ist, dann findet jeder eine Menge Diamanten da drinnen. Und dafür danke ich dir. Und das war eine echte Freude, da in diesem Prozess mitmachen zu dürfen. Danke. Ja, sehr gerne.
Buchsel, wie lange spielen wir jetzt zusammen? Ich sage immer 7 bis 10 Jahre. Ja, es sind wirklich 7 bis 10 Jahre. Also, ja, ja. Es sind exakt 7 bis 10 Jahre. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich vor 10 oder 11 Jahren das erste Mal mit dir gespielt. Wirklich? Ist das wirklich schön? Wie du gerade diesen ersten Plattenvertrag gedeckt hast. War das am Schwarzelsee? Am Schwarzelsee und so Ö3-Geschichten, aber Schwarzelsee war das Größere davon, ja. Ja. Und dann ein paar Jahre nicht und nur so ein Substitut ab und an. Oh. Und jetzt glaube ich, ja. Seit der Tanzerplatten, ist das 7 Jahre her? Die Tanzerplatten war 2017, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Naja, das sind so 6, 7 Jahre. Ja, wird schon ungefähr. Ja, schon Zeit. Genau, und du bist dann erst in der Liveband quasi. Die Platten hat dann der Gregor eingespielt. Genau, ja, ja, genau. Mhm. Na, Alex, dir habe ich das erste Mal gesehen mit Kaffee Drechsler im Kaffee Drechsler am Naschmarkt. Mhm. Keine Ahnung, das ist noch länger her. Vielleicht. Ja, mit Sicherheit. Ja, locker. Oder 20, ja. Ja, so irgendwie. Aber das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Ich hab ja damals schon bin ich total auf Funk gestanden. Mhm. Und auf die Meters und auf dem Sly Stone und alles, was halt, also diese Sachen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war so abgefuckt. Aber im positiven Sinne angefragt, du hast damals schon dein abissenes Becken gespielt. Ja. Und das war schon die Pink Mama da, die Bassdrum. Ja. An die kann ich mich nicht erinnern, aber dieses angefuckte Becken, dann, das kann ich mich nicht erinnern. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ich finde es urgeil, dass sie unsere Wege dann wirklich gekreuzt haben, dass wir jetzt miteinander spielen. Sehr schön. Wann habt ihr eigentlich das erste Mal notiert von mir genommen? Wo bin ich irgendwie untergekommen? Ich habe Lego Steiner kein Gig, glaube ich, gesehen, sondern ich glaube Videos. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der Gregor bei dir spielt, mit dem ich studiert habe am Konz. Und so habe ich ihm gesagt, dass ich das urlässig finde und ich möchte gerne mal vom Konzert kommen, das würde ich mal sagen. Mhm. Und dann hat er mich gleich eingespannt als Substitut. Das war aber dann auch unser erster Kontakt. Also spielen habe ich ihn nie gehört davor. Okay. Nein, wir haben uns aber unbewusst gesehen. Bei diesem Festel in Geiseruck. Genau, ja, ja. Da habe ich mit Harry Piron vor euch gespielt mit das und mit Blues Caravan gespielt. Ja. R&B Caravan. Genau. R&B Caravan, genau. Das war so das erste Unbewusste. Mhm. Und bei dir, Alex, kannst du? Mir war das in der Zeit, wie ich mit der Anna gearbeitet habe. Und da bist du uns, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ging, aber vielleicht über Videos oder so. Du bist uns ein paar Mal unter das Radar gekommen und wir fanden die immer cool. Also wir haben immer beide gesagt, wow, der ist leibend. der macht das. Also wie du so unterwegs bist und unterwegs warst. Und dann haben wir uns, glaube ich, irgendwann einmal auf so einem Amadeus-Ding getroffen und da bin ich dann so verwegen zu dir hingegangen und habe gesagt, wenn du irgendwann einen wirklich leibenden Drummer brauchst, dann rufst du mich an. Das ist ein Problem. Diese Geschichte, das ist alles dabei. Das war die ganzen Jahre in meinem Hinterkopf, wie man da. Irgendwann rufe ich den an, irgendwann. Wirklich, wenn es einmal passt, das ist mir nicht mehr aus dem Schell gegangen. Und dann hat es wirklich passt irgendwann. Ja. Buchsel, wie ist das für dich jetzt? Wir spielen jetzt schon so lange zusammen. Was sind für dich jetzt bei dem neuen Projekt oder eigentlich bei der neuen Band? Was ist das Besondere, das was jetzt anders ist als die Jahre davor? Es ist einmal komplett anderer Sound. Es macht einen Unterschied, wenn man keinen dicken Bläsersatz hat. Und wir haben teilweise dann sogar mit 2 Keyboarder gespielt. Die erste Version von der Band war ja Wahnsinn. Das war eine Show-Walze irgendwie. Ich glaube, das war auch das Konzept dahinter. Das war urcool. Ja. Oder ist noch immer nach wie vor. Wir haben jetzt einen Gig noch gespielt vor ein paar Wochen. Oder vor 2 Monaten. Das war eigentlich auch mal doch. Es ist schon lässig. So ja, sicher. Wirklich draufdrucken. Auf das war damals für mich so cool, weil ich ja von Trios nur komme. Ja, und alleine spielen teilweise. Und deswegen war das so reizend. Jetzt ist es ganz anders. Es ist viel dynamischer. Wir sind viel breiter aufgestellt, habe ich das Gefühl, in Genres. Also wir werden teilweise total funky, dann wird es total Singer-Songwriter-mäßig und dazwischen alles über Jazz und Pop. Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang als Band, wo das hinführen kann. Und es hat mehr Raum natürlich auch, weil einfach mehr passieren kann, mehr weniger da ist, weniger Instrumente schon auf der Bühne sind. Das merkt man einfach, dass dieses gerade. Ist das für euch, wenn ich kurz einhaken darf, weil für mich sind ja diese ganzen Stile, die ich so bediene quasi mit meiner Lieder, das ist ja, das sage ich auch manchmal live, ist das ist alles eins für mich, weil das ja meine Lieder sind. Aber
mir ist halt wichtig, dass die Stile, die ich spiele, dass ich da nicht an der Oberfläche dümpel, sondern ich habe mich da schon mit den Sachen halt auf meine Art halt richtig befasst. Und deshalb will ich halt auch mit Leuten spielen, die diese Stile halt dann auch dementsprechend spielen können. Ist das sehr anstrengend, wenn man für euch, wenn man da zwischen den Stilen eine Swing-Nummer spielt mit Beseln, die eher sachte, wo die ganze Band eher unten kocht und dann irgendwie total aufmacht mit einer lauten, rockigen Nummer und so hin und her switcht. Ist das anstrengender? Irgendwie überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Okay. Aber ich glaube, wenn wir unsere Platten zusammen vergleichen, hören wir genau das, oder ist das sehr überschneidend. Für mich ist das das Gleiche. Für mich ist Tower of Power Funk das Gleiche wie eure Cole Porter Platten. Geht es euch da auch ein bisschen selbe so? Zugang. Das ist für mich, ja, glaube ich, Kontra, aber spürt er eh was. Das ist für mich alles, man bringt irgendwie Moleküle zum Schwingen und dann ist eine Emotion da. Das, ich habe gerade gehört jetzt von der Anna Staatzinger, die eine geniale Cello-Spielerin ist. Ja. Und die hat eine Sendung auf Ö1 gestern oder vorgestern oder gestern. Und da hat sie was Urleibendes gesagt. Hat sie gesagt, sie will nicht in einer Kiste eingesperrt werden und in einer Genre-Kiste eingesperrt werden, weil die Vielseitigkeit ist ihr Skill. Also ihre Fertigkeit, ihre Besondere ist die Vielseitigkeit. Ja? Und das finde ich eine irrsinnig schöne Anzeige. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch was auf uns so zutrifft. Gell? Wahrscheinlich passt das. Das hat auch mit einer Neugier und mit einem Interesse für verschiedene Sachen zu tun. Und nämlich nicht an der Oberfläche, wie du das jetzt so schön gesagt hast, sondern wo man wirklich auch bereit ist, dort mal runterzukommen. Gell? Schon, ja. Ja. Aber hast du das gelernt? Ich habe jetzt nicht gelernt, wie man Funk spielt oder wie man... Ich habe das gelernt. Aber ich meine, das kann ich ganz einfach sagen. Wirklich. Also ich habe das gelernt mit meiner amerikanischen Band, mit Jamal Adin Takuma am Bass und mit Delmar Brown an den Keyboards, wo wir 3 oder 4 Wochen lang in ganz Europa für Parliament Funkadelic den Opening Act gespielt haben. Ja gut, das ist vielleicht... Und wo der Delmar zu mir in New York in meinen Probenraum gekommen ist und mit mir stundenlang irgendwelche Licks oder Riffs oder Grooves geprobt hat. Und der Delmar war ja immerhin der Keyboarder vom Chaco Pastorius Band, von Miles Davis, von Tracy Chapman, war 18 Monate mit Sting auf Welttournee. Ja, und also da habe ich, und vom Jamal Adin, der wirklich nicht nur ein lieber Freund ist, sondern der auf seine... Also nur mit denen zu spielen, nur mit den zwei, sage ich jetzt einmal, ja, und da waren aber noch viele andere auch. Und einen Monat lang mit Parliament Funkadelic auf Tour sein und dann jeden Abend hinter der Bühne stehen können. In der Nähe. Und das, ja, das ist eine Schule. Das werde ich nie vergessen. Ja. Das ist was, so meine ich, gelernt. Ja, ja. Ja, das, genau. Ja, das, gelernt. Von dem rede ich auch, ja. Genau. Dass das so entwickelt, so organisch. Aber ich lerne jetzt keine Stile. Mhm. Ja. Dann switche ich nicht im Kopf, jetzt spiele ich den Stil. Nein, genau. Ja. Es kommt aus denselben Fingern raus. Irgendwie. Das glaube ich dir eh auch, oder? Das ist sicher, ja. Aber bei mir ist es halt oft auch an Lieder geknüpft, an eigene. Und das ist vielleicht dann auch nochmal ein eigener Zugang oder so. Mhm. Aber klar, denk ich dann nicht, jetzt muss ich anders agieren, weil es wie nun. Nein, es ist so ja hoch. Und ich glaube, dass der Max am Keyboard, das ist gar nicht so leicht, auch einen Keyboarder zu finden. Der auch so breit, der spielt. Absolut, das Jazz. Weiß ich, weil ich schon mit sehr viel gespielt habe und mit vielen das probiert habe und das haut auch oft nicht so hin. Ja, ja. Mit guten Leuten auch. Aber das ist schon viel verlangt, glaube ich, von Musikern, das alles abzudecken. Ich muss eins auch noch sagen jetzt an der Stelle. Ich habe das erste Mal mit dir und mit euch gespielt. Wo war das nochmal? In so einem Amphitheater irgendwo? Burg Rheinsberg. Ja, ja. Genau. Und da habe ich mir das Programm nur über Videos und was weiß ich, was alles reingezogen. Gell? Und habe so meine Schummelzettel gemacht und Ding. Aber der Fels in meiner musikalischen Brandung warst du. Ja? Weil er hat mich durch das Ganze durchgeführt. Wie also an der Hand genommen. Und du hast mich so kompetent und ohne 1% Zweifel durchgelotst durch das Ganze, und das machst du immer noch. Ja? Und ich bin da wirklich, du bist so verlässlich. Ich weiß nicht, wie sehr ich Lotse bin. Du bist so klar. Ja? Du bist so klar in deiner Präsenz und in deiner Klarheit hilft mir das wahnsinnig. Ja? Und ja, das freut danke mich. Dir. Ja, wirklich. Was mich noch richtig interessiert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du niemals in einer dezidierten Chicago Blues Band gespielt hast, oder? Hast du das jemals gemacht mit irgendwem? Nein, aber
meine amerikanische Ex-Frau war eine Blues-Fanatikerin und hat als Electric Mermaid mit allen möglichen Amps und Dingen auf Jimi Hendrix außerhängen lassen in einer Rockband namens Still Life. Aber die hat Sun Seals und so, das waren Freunde von ihr. Ich habe mit den ärgsten Blueser telefoniert oder war auf so Konzerten. Also durch sie habe ich einen Kontakt und einen Connect zu der Szene gekriegt. Weil das hatte ich vorher gar nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Keinen Plan, keinen Dau, irgendwas gehabt. Ich frage es deshalb, weil man bei irgendeinem Gig, oder war es der letzte Gig, habe ich so eine echte Chicago-Blues-Nummer, so einen richtigen Gitarren-Shuffle, einen Honker haben wir früher gesagt, angerissen. Das haben wir noch nie gemacht davor. Und das ist, wenn man das Jahre gespielt hat bei mir, das ist so ein Groove, wo jeder Zeigler sagt, nein, ich spiele da mit links und keiner spielt es dann aber eigentlich gescheit. Das stimmt, ja. Und da weiß ich aber, wie das gehört und das war wirklich arg. Das hast du einfach genauso gespielt, wie ich mir das vorstelle. Aber in dem Moment, das hat mich arg beeindruckt, also dass du das auch so spielen kannst. Und das ist aber jetzt gar nicht so etwas, was mir so bewusst ist. Gell? Ich denke an das jetzt, da denke ich jetzt gar nicht drüber nach oder so. Ich versuche es halt so. Das ist halt die Summe vieler Eindrücke und vieler Erlebnisse und vieler musikalischer Erlebnisse, die man halt auch hat. Ne? Die gehen auch nicht verloren, die tragt man mit sich rum. Was überhaupt das Spezielle jetzt an unserer Band, an den Musikern in unserer Band, an allen, finde ich, ist, dass alle auf einem Level musizieren, wo sie. Und da brauchst du sicher einen gewissen Level dazu, also bestimmt, um das überhaupt machen zu können. Ihr kennt es alle, also ihr seid über eure Instrumente für die Musik da, oder wie soll ich das beschreiben? Ich habe mir es aufgeschrieben. Das war ganz gut formuliert. Genau, normalerweise sind die Kompetenzen in einer Band ja klar aufgeteilt. Die Rhythmusgruppen sorgt dafür, dass der Teppich da ist, wo sie die anderen draufsetzen. Der Frontman schaut, dass er mit den Leuten connected bei einem Live-Gig. Der Instrumentalist denkt an sein Solo. Und das, ich habe das Gefühl, das ist bei uns überhaupt nicht so. Jeder kann über seinen Tellerrand hinausblicken und kann das große Ganze auch sehen. Und wie wichtig schätzt ihr diese Eigenschaft von einem Musiker ein in einer Band? Ja, ich glaube, es gibt so viel Klischees in so vielen Denkarten und in so vielen Konditionierungen, die wir mit uns rumschleppen. Und wenn du das jetzt so sagst, dass man so über das Instrument rauswächst oder das Instrument als solches transzendiert, sage ich jetzt einmal, in einem spirituellen Terminus, das ist für mich der Punkt, wo es eigentlich zum Spannendwerden anfängt, ja, und wo sich das Beeindrucken vom Berühren unterscheidet, ja. Und ich habe immer dieses Bedürfnis, die ganze Band und den Frontman und den ganzen Raum zu umarmen. Das ist einmal mein Zugang, wo ich mich durch mein Instrument bewege, ja. Und das Instrument ist nur ein Katalysator und sonst gar nichts. Ja. Und ich glaube, im Endeffekt ist dann irgendwann wurscht, was du jetzt machst, ob du jetzt singst oder Trompeten spielst oder Bass oder Schlagzeug oder Gitarre. Es das heißt, du siehst dich eher als Musiker als wie als klassischer Schlagzeuger? Ich sehe mich mehr als Mensch. Ich sehe mich mehr als Mensch als Musiker. Die Musikerrolle ist für mich nicht so wichtig. Ich nehme die nicht so wichtig als für mich. Ich kann das nur für mich so beantworten. Aber ich bin mehr mit den Menschen in mir connected als mit den Menschen um mich, als mit den Musikern und mit den Musikern um mich connected. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass, was ich davor gesagt habe, dass ihr einen Raum auch bespielen könnt, also auf die Bedürfnisse des Raums oder des Settings eingeht. Da kennen die Leute natürlich auch dazu, das Publikum. Aber das macht es jetzt interessant, glaube ich, wenn man da als Ganzes denkt. Also bei dir auch, du bist auch kein klassischer Gitarrist. Ich bin gar nichts, ich bin kein Sänger, kein Gitarrist, aber ich mache halt alles drauf. Ja, ja, aber du kannst da, du machst minimal bis gar nichts, dann kannst du sehr gut unterstützen, das ist der Mörder-Time. Ich kenne wenige Gitarristen, die so ein Time-Feel haben, es ist unfassbar. Das war einfach nur, da bin ich, das ist lustig,
da habe ich nie irgendwelche Übungen oder so, ja, was dafür gemacht ist. Vielleicht sogar gut. Ja, genau. Don't, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das habt ihr eh schon mitgekriegt. Es gibt wirklich Momente, wo ich nicht einmal genau weiß, was ein Viertel und ein Achtel, wo ich das nicht aussprechen kann, was da der Unterschied ist. Ja. Das ist ganz arg. Aber ich habe schon, ich hab ein Rhythmusgefühl, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah ja, das ist eine spannende Geschichte. Das möchte ich unbedingt wissen von euch. Wenn man auf der Bühne ist und der Moment, wo Sachen einlocken, dieses Zahnradl-Geschichtel, wenn das Zeigl spielt und der Bass und dann kommt vielleicht noch die Gitarre auch dazu und der Moment, wo das wirklich so Klick macht, das ist für mich ganz schwer zu beschreiben. Es ist wahnsinnig geil und es ist so, wie wenn man Esel in den Arsch tritt oder irgendwie so. So ein Feeling ist das und ich muss zurückschauen oder muss auch Grimassen schneiden. Das muss ja für euch mindestens auch so arg ist. Kann man das, kennst du das irgendwie in Worte fassen, wie, was das für Feeling ist? Für euch als Rhythmusgruppe, denke ich, man muss... Wie so ein Fisch im Wasser, gespielt es ja, dass man vor allem im besten Fall dann nicht denkt, dass das einfach passiert und man ist gar nicht, ich kann es jetzt gar nicht als glücklich sein beschreiben, einfach so, ah, man ist in seinem Element gerade. Also für mich passiert das schon, wenn wir auf die Bühne gehen. Mhm. Da muss noch gar kein Ton gefallen sein. Dann ist das schon für mich. Aber hast du nicht dieses oft, es gibt schon was anderes, man spielt miteinander, es spielt sich gut an und dann gibt es diese speziellen Momente, die können, das kann ein Bruchteil einer Sekunde sein oder auch länger. Ich bin ein schlechter Analytiker. Ja, ja, nein, aber das spielt sich anders an, das habe ich schon. Das ist auch immer öfters und ich habe das Gefühl, es ist, je mehr ich mich darauf einlassen kann und ich brauche immer so ein Mantra, dass ich mir denke, okay, heute zurück, schau, was passiert. Mhm. Quasi nicht vorausdenken, sondern reagieren und dann passiert das eher, aber es ist schon was anderes. Noch einmal solche Momente, wo es wirklich ineinander greift. Das kann aber auch, das muss gar nicht nur time-mäßig sein, wobei das aber so. Ich weiß auch nicht, ob es das so nur time-mäßig ist, aber ich kann es auch nicht genau beschreiben. Aber was so synchronisiert irgendwie. Ich glaube auch, wenn man das beschreiben könnte, hätte es nicht mehr diesen Zauber. Aber ich glaube, das ist das, was so viel bemüht ist und was man mit Flow bezeichnet. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn wir gemeinsam in was eintauchen, als Band, in was, was immer da ist. Weil die Leute glauben immer, am Flow muss man sich organisieren oder man kann, habe einen guten Flow und ich habe jetzt so einen super Flow und was weiß ich. Der ist immer da, der Flow. Das ist der Schmäh. Der ist immer da. Mhm. Nur wir schaffen es, mal glücklicher und mal unglücklich, entweder damit zu connecten oder nicht. Dieses Connection, das ist für mich das Entscheidende überhaupt. Das ist auch der einzige Grund, warum ich übe oder so. Oder ist das, dass ich mich mit der Musik, dass ich meinen Schädel oder weiß nicht, mein Herz oder meine Seele oder wie man immer, also auch dazu sagen, mit dem Instrument, dass ich in dem Moment dann einfach agieren kann. Das war auch schön, was du vorher gesagt hast, mit dem Reagieren auf Sachen, eher als Vorausdenken. Das habe ich jahrelang, die ersten 15 Jahre habe ich, also ich habe erstens einmal überhaupt nicht geübt. Klassisches Üben habe ich nicht gemacht. Technikübungen, das habe ich nicht gemacht. Das Einzige war, was mich interessiert hat, in der Zeit, in der man daheim sich mit Musik beschäftigt, wo man üben kennt, war, dass ich meine musikalische Figur, die ich auf einer Bühne sein will, form. Das war das einzige Interesse, das ich gehabt habe. Ich habe auch, also abseits von Musik hören, das habe ich immer sehr intensiv betrieben, aber jetzt was üben oder die Zeit, die man sich mit Musik beschäftigt. Ich habe mir auch nur so Sachen angehört, die, oder mir runtergehört, die ich dann sofort auf einer Bühne habe umsetzen können. Und ich habe aber dann einen Moment gehabt, wo mir klar war, dass das macht mich, also wenn ich das weiter so mache, dann wäre ich auch unglücklich. Weil wenn ich einen Blues gespielt habe, war das okay, da habe ich gewusst, wo ich bin, immer. Aber wenn ich ein anderes Lied jetzt geschrieben habe selber auch, das kein Blues ist, also andere Akkorde, dann habe ich mir die Lieder auswendig gelernt und habe während dem Lied niemals gewusst, was da jetzt für Akkord zum Beispiel gerade rennt. Das war einfach auswendig gelernt. Und da gab es einen Moment in Bremen in einer Fernsehshow, Buten und Binnen hat das geheißen. Und das war ja zu der Zeit, wo ich bei der Song Contest-Auswahl mitgemacht habe, mit dem Lied Medicate My Blues Away, hat das geheißen. Das war so ein Gitarrenpicker, aber keine Bluesform, sondern so ein Ragtime-Schema. Also nichts Dramatisches, aber ich habe es nicht verstanden eigentlich damals. Habe das auswendig gelernt und habe das so runterpfeffern können.
und da war so ein Timer. Und wir sind als Band dort gesessen, haben das live gespielt in der Fernsehshow und der Timer ist so von 40 Sekunden runtergerannt. Und ich habe wirklich ganz arge Panik aufgerissen. Ich habe gedacht, warte mal, ich könnte das jetzt noch wegrennen. Dann einfach Panik, dass ich versage oder dass man da nicht einfällt. Das ist wie so ein klassischer Musiker-Albtraum, die Szenerie, das ist ja absurd. Und dann haben wir gedacht, okay, wirklich, ich habe das ernsthaft so in Betracht, wenn ich jetzt wegrenne, ja, aber die Band, die sind jetzt extra nach Bremen aufgefahren für den Hang, das kann ich auch nicht bringen. Und da habe ich mir geschworen, so kann ich nicht mehr auf eine Bühne gehen. Also ich muss mir zumindest, schon auf meinen Ort, keine klassische Theorieausbildung, aber ich muss wissen, was ich da mache, das geht nicht. Du hast wirklich den Knackpunkt gehabt, den Abend. Ja. Ja, das war ein ganz entscheidendes Erlebnis, dass ich so nicht weitermachen kann. Und was mich interessieren würde an euch, ohne Kokettiererei, wie viel Zeit verwendet ihr fürs Üben? Und auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht mehr übt, dann weiß ich, ihr habt sicher Phasen gehabt in eurem Leben, wo ihr es richtig arg geübt habt. Wie schaut das aus jetzt? Ich habe eine Zeit lang, wo ich viel zu viel geübt habe. Aber also zwischen, weiß nicht. Davor habe ich mit Klavier begonnen, da hat mir das Üben überhaupt keinen Spaß gemacht, da habe ich ganz viele Lehrer verschlissen. Die wollten mich alle so Richtung Klassik trimmen, da habe ich dann ganz wirklich fast den Spaß verloren an der Musik. Und dann habe ich den Bass entdeckt, da habe ich den richtigen Lehrer gehabt und da habe ich geübt. Ich habe jetzt alle Finger haben sie entzündet, ich habe noch immer so eine chronische Sehnenscheidenentzündung, die meistens im Herbst wieder ein bisschen zurückkommt. Und da habe ich einfach übertrieben und so durch Studium teilweise noch durch. Und jetzt eigentlich, ich muss spielen. Auch zu Hause, ich merke, wenn ich ein paar Tage nicht spiele, dann passiert im Kopf irgendwas, dass mir so eine Grundentspannung fehlt. Aber üben tue ich eigentlich nur mehr für Kontrabass und da auch so klassisch oder Klavier habe ich eine Zeit lang jetzt wieder viel geübt. Aber ich weiß nicht, das so wirklich, ehrlicherweise, wirklich, dass ich mich jetzt jeden Tag 3 Stunden hinsetze, ist eher selten. Wenn dann mit irgendeinem Ziel oder irgendeinem Konzept dahinter, aber. Und über was für einen Zeitraum hast du dieses ganz intensive, verrückte? So über 10 Jahre sicher. 10 Jahre? Ja. Mhm. Da ist auch diese, also Technikübungen mache ich. Ich war einmal schneller auf dem E-Bass zum Beispiel und das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Das interessiert mich nicht mehr. Eher so, ich probiere eher Sachen weglassen. Das ist viel interessanter für mich gerade. Was, wie viel muss ich wirklich spielen? Und wie, eben, wie du mit dem Becken erzählt hast, wenn man da mal drauf kommt, wie viele Arten es gibt, wie man einen Ton nur anspielt. Und da reden wir gar nicht, wie man halt, was man Vibrato macht, wie ich den Ton anspiele. Da kann man schon ein halbes Leben damit beschäftigen. Da ist das wirkliche Universum drin und nicht Schnelligkeit und dieses drüber üben, das man so. Aber als Junger, glaube ich, braucht man den Kopf durch die Wand. Und darum habe ich auch Jahre gebraucht, bis ich den richtigen Zugang zum Spielen finde. Da war ich eine Zeit lang recht unglücklich beim Live-Spielen, weil ich immer nur auf die Fehler geschaut habe oder was schief geht und da habe ich wirklich diesen Zugang gebraucht, so nimm die zurück, hör mal, was passiert und dann macht es auf einmal viel mehr Spaß alles und es ist viel mehr im Fluss wieder. Mhm. Also das, ja, aber so wirklich üben, nimmer so viel, ehrlich gesagt. Das ist also ein bisschen ein Mythos, habe ich das Gefühl, dass Musiker so getriebene Halbgenies sein müssen, die sich da die Nächte durchquälen vor Partituren. Mhm. Ich weiß nicht. Wie ist das bei dir? Oder wie hast du das gemacht? Ja, ich habe angefangen mit Akkordeon, das habe ich von meinem Papa gelernt, wie ich 4 Jahre alt war. Und mein Papa hat Zither gespielt, die Mama Gitarre und da haben wir so wirklich so steirische Hausmusik gemacht. Ja, das ist so mein Bass, meine musikalische Homebass. Und dann habe ich einmal so Fagott studiert. Ich wollte immer Schlagzeug spielen. Das muss Fagott dazu hast sagen. Studiert? Ja, ja. Ich wollte immer Schlagzeug spielen und dann sind wir nach Kleistorf übersiedelt und da gab es einen Musikschulaufnahmetest und dann bin ich hingegangen und der Musikschuldirektor hat gesagt, viel zu talentiert für Schlagzeug. Check einmal aus, das geil, oder? Ja, ja, ja. Check einmal aus, Fagott, da gibt es morgen ein Konzert, schau dir das einmal an, Fagott. Und der hatte eine fixe Idee mit mir und mit Fagott, ja. Und ich bin dort wirklich hingegangen in das Konzert und höre das Instrument und sehe das zum ersten Mal bewusst. Da habe ich gedacht, wow, geil, was ist das für ein geiles Teil. Und dann bin ich wirklich 2 Jahre in die Musikschule gegangen, 3, und dann war ich als Kunstschüler auf der Uni in Graz. Und mein damaliger Fagottprofessor, der Professor Frodl, war urlang angefressen, dass ich nicht Fagottist geworden bin. Das kann man vorstellen. Und ich habe wirklich alles gespielt, die Mozart, die Menti und Kammermusik und was weiß ich was alles. Und dann, wie ich 16 war, habe ich mir mit meinem ersten selber verdienten Feriengeld
Mein erstes Pearl Pudel, Pudel kauft. Genau, und zwei Tage später habe ich meine erste Band gegründet. Ja, das kauft schon. Jetzt war ein Schlagzeug da, jetzt kann man gleich mal eine Band gründen und so. Genau. Und geübt habe ich viel, relativ viel, wie ich studiert habe in Graz, muss ich sagen. Dann in meiner Zeit, wo ich in einer geistigen Umnachtung mich entschlossen habe, zur Militärmusik zu gehen und nicht wie meine ganzen Kumpels zum Zivildienst, die dann ein Jahr lang ihr Instrument nicht mehr angegriffen haben. Mhm. Das wollte ich vermeiden und dann hat man mir erzählt, dass man, wenn man zur Militärmusik geht, kann man weiter studieren. Und ich habe mir gedacht, ja, und da habe ich jeden Tag meine Sticks in der Hand und fertig. Und ich muss sagen, dort habe ich sehr viel geübt, während die anderen saufen oder was weiß ich was gegangen sind, bin ich gesessen dort und habe wirklich geübt und habe nebenbei noch studiert. Und dann habe ich nur eine Probenzeit gehabt in Boston, wie ich ins Berklee College gegangen bin. Also schon nach meinem Diplom und da habe ich dann schon mit allen möglichen Typen gespielt gehabt. Und dort war so ein, das war ein eigener Antrieb. Also da gab es so kleine Probekojen für Schlagzeuger, wo in einem Floor irgendwie 30 so Kojen waren und mit einem Glasdirl und hinter die geilen Typen sind die 20 Japaner gestanden und haben irgendwie alles mitgeschrieben und gecheckt. Also gab es noch keine Handys zum Mitfilmen oder so irgendwas. Aber das war wirklich lustig und das hat auch irgendwie so einen Ansporn gegeben. Gell? Also schon, das Surrounding. Das hat bei mir auch, genau, ja, dass man also sagt, das, der kann das und ja, ja, genau. Sagt man sich was so. Das war eigentlich eine positive Motivation, ja, für mich beim Studieren. Ja. Genau, also da habe ich, glaube ich, am meisten geübt in meiner Zeit. Und jetzt übe ich, wenn ich neue Sachen mir zurechtlegen muss oder wenn ich in Situationen komme, in denen ich noch nicht war und versuche mich nicht nur jetzt am Set, sondern auch so mental darauf vorzubereiten. Ja. Also ich kann auch gut üben ohne Schlagzeug, muss ich dazu sagen. Also ich habe das auch gelernt. Mhm. Und sonst bei mir zu Hause gibt es seit Jahren Stille. Ich höre überhaupt keine Musik bei mir. Wirklich? Ich bin so viel Musik herum und ich brauche das. Also ich brauche für mich die Stille, damit irgendwas wachsen kann in mir, das dann rauskommt, wenn es soweit ist. Ja. Aber das ist eigentlich meine wichtigste Inspiration, die Stille um mich herum. Ja. Und das kommen oft Freunde von mir zu Besuch, oder? Und sagen, was ist mit dir eigentlich? Leg was auf. Da gibt es halt einen Plattenspüler und eine Anlage oder so, was weiß ich, aber es ist still. Gell? Und die sagen, hast du nicht irgendein Ding? Und ich sage, nein, was, bei mir ist eigentlich still, die meiste Zeit. Die packen das nicht so, was, du bist ja Musiker. Ich sage, ja, eben, deshalb. Das bringt mir auf eine Geschichte, wie der Sigi, ein Freund von mir, der Sigi Fassl, oft erzählt. Der war beim Plattensammler zu Hause, um sie Platten zu kaufen, bei dem damals. Und der hat wirklich tausende Platten dort gehabt, auf einem Wahnsinnsregal, wo du mit der Leiter aufsteigen musst. Und dann sagt er, ja, sucht er sich ja zwei, drei aus und sagt, na super, gehen wir da mal einhören. Und der Typ, wie meinst du das? Nein, ich habe keinen Plattenspüler. Ne? Der war einfach Plattensammler ohne einen Plattenspüler. Die gibt's auch. Genial. Verrückt. Super. Gut. Was mich auch noch interessiert, ist so, also der erste Zugang zur Musik, bevor es auf eine Schule oder so gegangen seid. Bei mir war das so, ich war eigentlich seit meiner Kindheit schon ein Frontman. Also zuerst nur im Kopf, bevor es dann in echt halt war. Und das war für mich so der Zugang. Ich wollte immer schon auf einer Bühne stehen und Leute unterhalten eigentlich. Und habe dann nur mehr einen Kanal oder was finden müssen, wo ich das dann auslebe. Eigentlich wollte ich Schauspieler am Anfang werden. Wirklich? Mhm. Mhm. Und das ganze Interesse an der Musik selber ist dann eigentlich so mit den Jahren erst gekommen, dass ich das überhaupt gecheckt habe. Und bei mir kommt halt auch noch dazu, ich meine, es war bei uns allen so, da hat es kein Internet gegeben, ich bin am Land aufgewachsen, ich habe die Gitarre in die Hand genommen und war der Beste in der Ortschaft. Ne? Mhm. Und habe mir ernsthaft gedacht, da gibt es den Eric Clapton. Naja, und dann kommen wir eigentlich bald ich so, wirklich, als 15-Jähriger. Ja. Ich habe, glaube ich, einen Lick mir runtergehört von dem und habe das dann geglaubt. Also, das bringt mich schon auf die zweite Frage. Aber zuerst einmal, wie war der Anfang, der musikalische Anfang? Bei dir weiß ich, du hast deinen Vater, der Musiker ist. Genau, der ist Jazz-Trompeter und Musikschullehrer. Da war aber immer irrsinnig viel da. Es war die
Faszination von ganz früh an, dass ich da, ich weiß nicht, bin da bei so Big Bands Konzerten mit gewesen und hab mich da in die Bassdrum eingelegt. Das sind ganz frühe Erinnerungen und war immer total fasziniert. Aber eigentlich wollte ich Schlagzeug gerne, das war mein erster Wunsch. Da ist mir dann gesagt worden, ich muss einmal 2 bis 3 Jahre nur kleine Trommel Marsch spielen. Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich im Klavier begonnen, weil das zu Hause gestanden ist. Deshalb sage ich das meinen Schülern nie. Ja, nein, es ist ein Schwachsinn. Die dürfen immer gleich alles. Finde ich auch. Genau, wie wenn man Gitarristen sagt, jetzt musst du mal Noten lernen. Und dann klassische Gitarre drei Jahre, dann kriegst du die. Dann darfst du einmal einen Akkord spielen. Das gibt es auch noch immer am Land. Ja, das ist halt, musst du mal 3 Häfteln durchspielen, bis du einmal irgendwie ein Beatles spielen darfst. Entschuldige, einfach die Geschichte. Ich habe das schon mal erzählt, wie ich zu meiner ersten zu der Gitarre gekommen bin. Nein. Ich bin einfach als 15-Jähriger in Mistelbach, da war ich in der Schule damals, ins Musikgeschäft gegangen und habe mir dort ein Fender Stratocaster ausgesucht und habe dem Typen gesagt, ja, na, mein Papa kommt dann morgen zum Zahlen. Und deswegen hat mir die Gitarre wirklich mitgegeben. Und dann bin ich heimgekommen und habe mir gedacht, scheiße, wie erkläre ich ihm das jetzt? Ja. Und zwar, aber entschuldige, ich wollte nicht. Was hast du es dann gekriegt? Irgendwas habe ich machen müssen dann natürlich, aber ich glaube, ich habe es gekriegt, ja, wirklich gleich. Da wird dann irgendwas hakeln müssen oder was weiß ich. Okay, also der Zugang für die war immer da, ne? Immer da und auch die waren, also muss ich sagen, meine Eltern waren da sehr unterstützend. Das war wirklich toll. Habe ich immer das erste Instrument habe ich immer gekriegt, alles was ich spielen wollte, haben sie mir das erste gekauft. Ganz was Billiges, Räudiges, aber das hat funktioniert. Und auch immer alle Lehrer zahlt, die ich wollte und das war toll. Und ich habe dann eigentlich schon mit 14, 15 gewusst, das möchte ich machen. Ich möchte kein Star werden, kein Unterhalter. Sondern ich möchte spüren. Ich habe das so mitgekriegt, diese Proben, wie Musiker untereinander reden, wie da der Schmäh rennt, wie das passiert. Das hat mich fast noch mehr fasziniert als das Konzertding. Sondern so einfach, wie da Musik passiert, dass da Leute zusammenkommen, die verstehen und dann ist da ein Klang, der was auslöst. Das hat mich von ganz früh fasziniert. Und ja, da war ich ein bisschen getrieben eigentlich. Ja. Das war ich immer klar. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das so ausleben habe dürfen eigentlich. Das war schon speziell. Und hat die dein Vater dann auch von Anfang an unterstützt? Also auch, wie gesagt, du willst Profi werden dann? Und extremst, so, ja. Okay. Sie haben schon gemerkt, ich glaube, es war einfach Talent da und ist einfach dann immer sehr schnell gegangen mit den richtigen, unter die richtigen Umstände. Hat man gemerkt, okay, da ist irgendwie, wir lernen recht schnell. Das, ja, aber das war nie, ganz im Gegenteil, nicht nur kein Problem, sondern sie waren gerade froh, dass ich gewusst habe, wo ich hin will und was ich machen will. Das ist so viel wert. Dessen war ich mir auch früh schon bewusst, dass ich habe zwar keine Kohle damit verdient, aber ich habe gewusst, was ich mit meinem Leben anstellen will. Schon, gell, ja. Und meine Freunde haben fertig studiert und haben dann noch immer nicht gewusst, was sie eigentlich machen wollen. Ne? Das habe ich auch immer als Geschenk gesehen. Und bei dir, Alex, du hast gesagt, dein Vater, du hast da Harmonika schon mit ihm gespielt als Bub. Ja, also mein Papa hat Zither gespielt, die Mama Gitarre. Und wir haben dreistimmig miteinander gesungen und das war wirklich Hausmusik und so wirklich so. Nicht, also richtige steirische Volkshausmusik haben wir da gemacht, zu dritt. Und dann war noch meine musikalische Sozialisation, war das Transistorradio meiner Eltern, wo so, was weiß ich, Sound halt gerät ist, meistens auf regional oder so. Und irgendwann bin ich dann, ich glaube da war ich so, weiß ich nicht mehr, wie alt ich war, 11 oder so, oder 10, 11. Bin ich zum Buchwein in Irtning gegangen, in das Geschäft. Mein Papa hat mir einen Plattenspieler geschenkt, was der ist, so ein, wo man den Deckel übernehmen kann und der ist die Box. Gell? So. Und jetzt musste eine Platte her, gell? Und jetzt bin ich zum Buchwein gegangen. Und da habe ich immer so Big Band Sound gehört im Radio, der mir total taugt hat. Und jetzt habe ich dort in die Platten gestöbert und auf einmal habe ich so einen schwarzen Trompeter gesehen. Da habe ich mir gedacht, das ist der Sound, das muss der Sound sein, den ich so liebe und den ich so geil finde. Da habe die Platten mit heimgenommen und habe es aufgelegt. Das war Louis Armstrong, Carnegie Hall Konzert, was weiß ich was. Und da habe ich mir das angehört und gedacht, Alter, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Und dieser Jahre brachgelegen, die Platten, alles mögliche andere angehört. Und irgendwann habe ich das erst gecheckt. Gell? Ist das erst einmal so eingesehen. Aber das hat wirklich Jahre gedauert. Ich habe ganz ein ähnliches Erlebnis gehabt einmal mit einer Hammond-Platte. Ich habe mir als Bub gedacht, Hammond ist so, was weißt du, dieser Woodstock-Hippie-Hammond-Sound. Ja, ja. Dieses flächendeckende Ding.
haben wir dann gekauft und dann da waren halt, was der Jimmy McGriff, Jimmy Smith und so oben. Und ich mir auch gedacht, das ist ja überhaupt nicht das, aber bin so traum, haben wir gedacht, irgendwie ist es schon leibend. Und Jahre später bin ich dann eigentlich erst drauf gekommen, wie cool das wirklich war. Ja, genau. Und ja, also das war so ein ernüchterndes Erlebnis, sagen wir mal, ja, die Platten mit Louis Satchmo Armstrong. Und was war jetzt die Frage genau? Generell, wie es mit der Musik angefangen hat für dich. Also. Ja, also ich sage ja immer, ich bin als Musiker auf die Welt gekommen. Mhm. Also es gab nie, einen einzigen Punkt gab es, wie so siebte, achte war, gegangen bin in Oberschützen, bin immer am Wochenende heimgefahren mit meiner Band proben oder spielen, was weiß ich immer. Und mein Roommate damals war der Günther, mit dem habe ich ein Zimmer geteilt im Internat in Oberschützen. Und ich habe auf allem immer rumtrommelt, von Polster bis was weiß ich, was alles, was es halt gab. Und irgendwann bin ich, und dann war ich aber so ein bisschen so auf so Kinderarzt programmiert. Irgendwie habe ich mich so eingeteilt und gedacht, ich will irgendwie Kinderarzt werden. Und dann bin ich da in mein Zimmer reingegangen und der Günther schaut mich so an und sagt, du Alter, wenn du Kinderarzt wirst und nicht Musiker, dann hast du echt einen Gläscher. Das war so ein Zurechtrüttler, gell? Es war nicht, wow, das sollte ich endlich machen, sondern ja, danke, jetzt hast du mich wieder in meine Schiene gebracht. unterwegs. Und da war, muss ich sagen, mein Papa immer total supportive. Also die Mama konnte einmal mit der Idee, dass der Bub Kinderarzt wird oder Arzt wird, mit der hat sie sich wirklich sehr gut arrangiert. Mhm. Und damit konnte sie mal kurz gar nicht umgehen. Ja, wo ich gesagt habe, so, ich will Schlagzeug lernen, wo ist der beste Schlagzeuglehrer, dort wie hin. Das konnte sie gar nicht. Ja. Mein Papa ist mit mir zur Aufnahmeprüfung nach Graz gefahren. Mhm. Der hat gesagt, du, egal was du machst, mach's gut, schau, dass es dir Freude macht. Und es ist völlig wurscht. Ja. Und die Mama hat sich dann angefangen zu arrangieren, wie so die ersten Zeitungsrezensionen genau das war ins Haus geflattert so sind. Hat geraucht, ja, dass genau, der Arzt so von der Nachbarortschaft meiner Mutter sagt, oh, der. Genau. Ja. Dann von da weg ging's. Genau. Ich habe auch ganz ein wichtiges Erlebnis, einschneidendes Erlebnis für mich war in der Phase, wo ich eben glaubt habe, der Clapton, der Nächste bin dann ich, habe ich gelesen, dass in der Nachbarortschaft in Angern an der Mach ein Blueskonzert ist. Und das waren deutsche Namen, also offensichtlich Österreicher, Peter Kern und Hannes Kasses. Und ich habe mir wirklich ganz arg so als 15-Jähriger gedacht, naja, was, wenn, ich schaue mir es halt einmal an, die Burschen. Gnade halber. Ja, wieso? Ja. Und bin dorthin gefahren und das, also das war wirklich, das hat mir derartig den Schädel, also das hat mir nicht nur den Schädel gewaschen, das hat mir einfach den Boden unter die Füße weggezogen. Es war ein Schock. Bin dort weggefahren, ich habe es nicht ertragen, wie gut das an. Bin heimgefahren, bin daheim angekommen, dachte, du Trottel, wie sofort, bin wieder hingefahren. Also so ein Erlebnis. Und das hat mich echt gebrochen, dann einmal kurz. Aber letztendlich, mich dann, mir das aufzeigt, einfach auf eine brutale Art und Weise, wo ich stehe. Halt irgendwie. Habt ihr das nicht braucht? Habt ihr dann nicht so Probleme gehabt mit der Selbsteinschätzung, wo ihr steht? Oder? Ich glaube, den Größenwahn habe ich schon auch gehabt. Und ich glaube, dass das auch normal ist und vielleicht sogar wichtig ist. Ich tue es auch so als Jugendliche Ort ab. Halt, dass man einfach genau immer größer, weiter sein will. Es ist quasi, und dass man auch glaubt, man, ist, man kann schon alles, weiß schon alles. Das bringt auch so eine. Man macht dann einfach Sachen, weil man glaubt, das passt schon, man ist schon gut und überlegt gar nicht großartig. Das, Aber war da der Vater nicht so eine Instanz, die dir ein bisschen so ab und zu zurecht? Naja, schon, ja, natürlich, ja. Das war vielleicht eh gesund, aber auch nicht zu viel, muss ich sagen. Und ich glaub, dass das rückblickend war es ganz gut, dass man so drauf ist in der Zeit, dass das irgendwie, dass man einfach so unbedarft an die Sache geht, weil ich halt glaubt habe, ich bin eh schon super. Mhm. Und bei dir, Alex, hast du sowas braucht? Also ich habe das erst so ein Zurechtrücken und so ein mir sagen, wo es lang geht, habe ich erst viel später gehabt. Da war ich schon in Boston, im Berklee College of Music. Mhm. Da gab es einen Saxophonisten, den Herman Johnson, der hat jedes Wochenende in Cambridge im Ryles Jazz Club so einen fixen Gig gehabt, jeden Freitag und Samstag. Und wir kannten uns eben vom College und dann hat er gesagt, du komm mal vorbei, steig mal ein und so.
Und ich dachte, ja, gern. Und dort war halt so eine kubanische Rhythmusgruppe. Und ich bin da eingestiegen und habe gesagt, so, und jetzt komm. Und ich schwör's euch, ich habe mich dort hingesetzt, habe losgespielt und ich habe den ganzen 3, 4, 5 Minuten damit verbraucht, dass ich versucht habe, herauszufinden, wo die Eins ist. Und hast du aber gespielt, wer? Ja, und ich habe gedacht, ich habe eh schon ausgecheckt, ich war mit Woody Shaw auf Tour, ich habe, was weiß ich, mit dem Album aufgenommen, ich habe mir gedacht, ja, Latin, ja, das kann ich sowieso. Alter, und dann spielen die Jungs, wo die Gewichtung ganz woanders ist, ja, also das, was wir als Ösis, als Eins empfinden, runter, da, runter, da, einfach nie. Ist dort ganz woanders, ja. Und dann war so ein lieber Percussion-Spieler, der Valginio, und der hat dann zu mir gesagt, weißt du, wir zählen nicht in Kuba. Wir spielen nach dem Klave. Und ich dachte, Klave, okay. Und dann hat mir der Typ wirklich jede Woche eine Kassette aufgenommen mit afrokubanischer Musik. Und hat gesagt, lern jetzt einmal den Klave. Und lern bei jedem Stück raushören, wo der Klave ist. Und du kannst dich der Musik nur so nähern, indem du den Klave verstehst. Wenn du das nicht checkst, dann kommst du nie eine. Und der ändert sich auch von Song zu Song? Das ist immer irgendwie ein bisschen anders? Oder? Es ist anders gelagert. Manchmal steigt er um von einem 3-2er-Klave, Klave von 2-3er-Klave oder so. Ja. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Arten von Klave. Ja. Und die Kinder, die dort aufwachsen, die sehen, wie der Onkel oder der Cousin das spielt. Machen sie über das keine Gedanken. Weil die das machen klar. sie über das keine Gedanken. Und die, für das ist das ganz natürlich, dass sie im Klave verhaftet sind. Ja? Mhm. Die kriegen das mit der Muttermilch mit. Mhm. Aber wir super Europäer, da ist, gell, wo wir alles über das Mind und über den Verstand glauben, lösen zu können. Ich bin dort gesessen mit hochrotem Schädel. Das war eine meiner peinlichsten Minuten ever. Ja? Ich habe gedacht, bitte tut es mich weg, aber ich finde sie nicht. Ja. Die Eins ist weg. Und wo ich immer geglaubt habe, dort ist sie, weiß ich nie. Ja. Wahnsinn. Und da bin ich wirklich zurecht gerüttelt worden. Das wäre eher so eine Frage von mir gewesen, nach einem peinlichen Bühnenmoment, den sie irgendwie so gehabt hat. Also ich habe einige gehabt. Daniel, passt eh alles? Oder müssen wir kurz aufhören oder so? Ich würde den Akku wechseln eventuell von dem. Ja, okay. Ja, der ist nämlich... Der ist kurz einmal weg gewesen, ne? Ja, ja. Genau, das habe ich ein paar geladen. Du schaust halt einfach zum Netz. Wir müssen da so ein Glasauge oder irgendwas so einbauen. Können wir da was machen dann, ja. Ja. Das ist so ganz normal, es wurde auch kein einziges Mal erwähnt. Das finde ich auch cool. Ja, ja. Das ist einfach super. Du warst auch noch den Eifi am Schoß. Ja. Ja. Du laufst? Ja. Norbitalk 3. Norbitalk. Das war ein Jingle. Norbitalk. Das heißt, wir sind drauf. Wir laufen. Du hast dich wieder angesteckt, gell, Alex? Ja. Danke. Sehr gut. Ihr kennt ja eh meine Geschichte, ich bin ein Autodidakt, ich habe keine Schule besucht, aber ich biete mir jetzt nicht sonderlich viel darauf ein, das war halt mein Weg, weil mit Schule habe ich mir immer schwer da, auch mit der normalen Schule. Und ja. Du auch? Ja. Und das war halt nicht mein Weg. Aber das, was mich interessiert, inwieweit hat euch die Schule nachher bei eurer Erfindung, eurer Musikerfigur, euch, was ihr jetzt seid als Musiker, inwieweit hat euch das beflügelt oder vielleicht sogar gehemmt teilweise? Hat es so Überlegungen oder so irgendwas mal gegeben? Oder? Mir war es auf jeden Fall auch eine, hat es mich gehemmt, weil es irgendwie sehr eng war musikalisch. Aber ich, am meisten gelernt eigentlich durch die Kollegen, durch die Studienkollegen, dass dort jeder seine eigenen Stärken gehabt und man viel Neues kennengelernt hat, viel Zeit gehabt zum Jammen einfach und zum Proben und 1000 Bands gemacht und Mini-Konzerte gespielt vor 5 Leuten, das war mir alles komplett wurscht zu der Zeit. Das stelle ich mir das Schöne vor, ja. An so einer Schule, dass man auf Gleichgesinnte trifft und genau. Sie da auf ein Backel hat und eine Kippe. Ja, genau, die ja in der gleichen Lebenssituation sind und alle nur so wollen und tun und Zeit haben auch dafür. Das war eigentlich das Wichtigste. Da würde ich gern zurückreisen und mir sagen, hey, genieß das mehr, weil du wirst nicht mehr so viel Zeit haben dafür, so viel Fokus, dass der Leben nur aus dem bestehen darf, ist eigentlich super. Mhm. Das war der größte, das
Tollste dran eigentlich an der Zeit. Aber ich würde es, wenn man Musiker sein will, muss man es auf jeden Fall nicht studieren. Das, das hat wenig damit zu tun, finde ich. Aber ich meine, bei dir ist ja noch einmal eine Stufe höher da in Berkeley, ist das nur was anderes, glaube ich, was man sich da abholen könnte. Naja. Berkeley war für mich so eine wunderbare Möglichkeit, auf der ganzen Welt, in jedem Land, kenne ich jetzt wen aus der Zeit. Wirklich. Ist völlig egal, wo ich hinfahre, quasi immer mindestens eine Person, die ich aus der Zeit kenne. Das war eigentlich das Geschenk für mich. So ein weltweites Netzwerk an Musikern. Und dann muss man auch noch dazu sagen, ich war einer derjenigen, die zusammen mit anderen ein Stipendium gekriegt haben. Das heißt, das System von Berklee College of Music ist ja ziemlich gut ausgeklügeltes Businessmodell, weil die in jedem Land kannte, waren meistens solche, die ein Stipendium gekriegt haben von dort und auf einem sehr hohen musikalischen Level und schon unterwegs waren oder schon hinkommen sind. Die wenigsten, die von denen nach Berklee gegangen sind, haben Berklee auch fertig gemacht. Also es gibt sehr viele, die ein paar Jahre oder so dort waren und dann wieder gegangen sind. Und der Magnet ist dann, sind dann hauptsächlich Kids von reichen Amerikanern, die gern der Nächste irgendwas werden wollen. Und die zahlen einfach, also es ist wahnsinnig teuer, ist eben ohne Stipendium und ohne Unterstützung wäre das unmöglich gewesen, ja, das zu machen. Und jetzt in meiner Situation muss ich das jetzt nur dazu sagen, ich habe dort auch unterrichtet, also ich habe dort auch Lehrtätigkeiten ausgeübt. Ich versuche das Wort. Gehst du als Schüler hin und dann bist du gleich Lehrer? Wie ist das für Naja, ich habe schon ein fertiges Diplom gehabt in Graz. Ich habe ein paar Alben im Woody Shaw im Gepäck gehabt. Schon gehabt, ja. Genau. Wir haben im Wolfgang Mutspiel Trio den Downbeat-Wettbewerb als beste Up-and-Coming Band in den USA gewonnen, als österreichisches Band. Okay. Ja. Und das war dann irgendwie schon eine Legitimation, dass man sowas kriegen kann. Und ich wurde dann gefragt, das gab immer Herbstsemester, Frühlingssemester und ein Sommersemester. Und im Sommersemester wurde ich im Percussion Department gefragt, ob ich dort im Sommersemester was, das heißt Semester, aber es sind eigentlich Trimester, ja, ob ich dort unterrichten mag. Und das habe ich gemacht, den Sommer, bevor ich dann nach New York gegangen bin. Genau. Und jetzt, warum ich das jetzt erzähle, ist jetzt nur, ich habe auch so eine lehrende Perspektive, weil ich habe in Graz 7 Jahre unterrichtet, ich habe 2, 3 Jahre da an der Uni in Wien unterrichtet oder an der Donau-Uni in Krems, wo ich Musikmanagement und Artist Development unterrichtet habe. Und in Graz war ich ein paar Mal in einer Situation, einmal ganz konkret in einer Situation, wo ich Schlagzeuger, mit dem ich nach wie vor sehr gut befreundet bin, dessen Namen ich jetzt aber nicht nennen will, gesagt habe, der hat gesagt, er will zu mir kommen, studieren. Dann habe ich gesagt, ich nehme dich nicht auf. Dann habe ich gesagt, wie, du nimmst mich nicht auf? Dann habe ich gesagt, nein, wenn du kommst, nehme ich dich nicht auf. Dann habe ich gesagt, warum? Ich habe gesagt, weil dieses System nimmt dir viel von dem weg, was du hast und was ich versuche zu beschützen in dir. Und auch wenn du das jetzt nicht verstehst, komm irgendwann, wenn ich nicht mehr dort bin oder irgendwas, aber ich nehme dich nicht auf. Ja? Und wir sind dicke Freunde, wir sind sehr gut immer in Kontakt gewesen bis heute. Das ist jetzt immerhin über 20 Jahre her. Ja? Und er macht mir keinen Vorwurf, ich habe es nicht bereut, es ist alles gut. Ja? Und was ich damit sagen will, ist, dass, wie du jetzt da so die B-Seite von dem schänen, dass man so viele Sachen machen kann und Leute kennenlernen kann, ist ein bisschen die Systematik des Bildungssystems. Und das betrifft jetzt aber nicht nur eine Musikuni, sondern das betrifft eigentlich generell. Und wenn ich mir das jetzt alles anschaue, was da jetzt passiert, wo man alle möglichen Posten nur mit Leid zustopfen will, wo aber eigentlich das System komplett am Arsch und krank ist. Ja, das ist biegt an der Mauer, dass Ärger nicht mehr geht. Und man versucht immer nur Leid dort rein zu pulvern, statt dass man irgendwann einmal aufwacht, jetzt, bitte, gestern, und sagt, pass auf, wir müssen das komplett anders angehen. Ja. Und ich habe so eine, ich bin so ein bisschen so ein Bildungsrevoluzer und habe so einen Verein gegründet namens Räume für Träume.
und wo es einfach nur darum geht, anders an das Thema Bildung heranzugehen. Ja. Und ich versuche aufzurichten 14 Kinder, mit denen ich arbeite seit Pandemiezeiten. Ich habe mit 2 angefangen, inzwischen sind es 14. Und da gibt es eine Regel, richtig und falsch gibt es nicht. Das ziehen wir ein paar dreckige Schuhe vor dem Klassenzimmer aus. Und ich bewerte sie nicht, ich beurteile sie nicht und ich setze sie auch nicht Vorspielenabenden aus. Mhm. Und die wachsen über sich hinaus. Ja. Und da merkt man erst, wenn du die in Kontakt mit ihrem Potenzial bringst, ohne der Angst Fehler zu machen, was da passiert und was da geht. Ganz. Dort geht es eigentlich lang. Ja. Und das ist mein kleiner, privater, kleiner Feldversuch in eine Richtung, wo es meiner Überzeugung nach lang gehen muss. Mhm. Und wo man das ganz anders angehen muss. Das habe ich am eigenen Leib auch verspürt, dass ich bei Musikerkollegen, die eben studiert haben, dass die so gefangen waren in dem, dass jetzt irgendwas cheesy ist, was sie jetzt machen oder so, dass das nicht cool genug oder nicht schwer genug. Das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Mhm. Da habe ich richtig Leute gesehen, die da gefangen in dem sind. Mhm. Und das Gefängnis ist das Gefängnis der Bewertung. Ne? Ja. Und zwar nicht nur von außen, sondern vor allem von innen. Deine eigene Bewertung. Mhm. Also der eigene Richter, der da im Schädel, im Verstand sitzt, permanent evaluiert, was du da jetzt machst. Und ich kenne klassische Konzertpianistinnen, die aus der Angst vor dem Fehler machen, aufgehört haben, klassische Konzertpianisten zu sein. Ja. Also das Wahnsinn, ist ja. Unglaublich. Ja. Und das lastet so ein Druck. Und es hat aber alles mit dem, die Perfektion ist nicht das, was ist. Ja. Sondern ich finde, das, was die Musik so göttlich macht oder so berührend macht, ist eben das Berühren. Ja? Wie kann ich jemanden berühren und nicht beeindrucken? Ja? Und dieses ganze Technik, Wahnsinn, Perfektionismus, Wissen, ja? Kratzt an dem der Berührbarkeit von uns als Menschen oft null bis gar nicht. Ja? Sondern macht es nur noch immer unmöglicher in Wahrheit. Das geht mir als Konsument auch so, wenn ich mir andere Musiker auch höre, dass also die Virtuosität, das war nie ein Thema, das mich geratzt hat oder so. Es war immer mehr die Geschichte oder halt das Gefühl, ob wer da was preisgibt von sich wirklich. Mhm, genau. Absolut, ja. Irgendwas wollte ich jetzt genau wissen. Da einhaken. Genau. Weil ich weiß, dass da wahrscheinlich auch jüngere Musiker zuschauen, die gerade am Anfang sind, habe ich mir das Thema überlegt. Also das kennt ja jeder, ich glaube auch wirklich egal auf was für ein Level, als man Musik macht. Zum Beispiel, also ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit ganz tollen Improvisatoren spielen habe dürfen, von Anfang an. Das war, ob das der Harry Sokal war, mit dem habe ich mit 19 Jahren gespielt. Ich habe, ja, das war zu einer Zeit, wo ich vorher erzählt habe, keine Ahnung von irgendwas gehabt habe und habe mit dem Typen, ich habe teilweise vor dem Gig schon richtig Angst gehabt, dort hinzufahren, weil mir der dort einfach in Grund und Boden halt gespielt hat. Und das habe ich natürlich gecheckt. Und worauf ich hinaus will, ist, Ich habe jetzt auch wieder Gigs gehabt, wir haben ja darüber gesprochen, wo man einfach mit der eigenen Leistung unzufrieden ist danach. Das übertreibt man natürlich oft, wenn man es sich dann anhört, kommt man drauf, na, so schlimm war das gar nicht. Genauso gibt es das auch umgekehrt, dass man sich denkt, man ist der Weltmeister, dann hört man sich an und denkt, na, so gut war es auch nicht. Das ist in jedem Fall eine Bewertung, ne? Ja, es ist immer eine Bewertung, auf jeden Fall. Und du hast da unlängst einfach so eine leibende Geschichte erzählt. Dir hat jemand einmal einen Tipp gegeben, wie man über das quasi, wie man sich da rausholen kann. Weißt du, auf was ich hinaus will? Nein, es ist so diese, solange man glaubt, man ist der große Kreator, also Creator und Schöpfer, dessen und allein für das die eigene Großartigkeit am Instrument, als Mensch, als was immer zuständig, vergisst man oft, was passiert, mit Menschen macht, die das wahrnehmen, ja, oder die sich von dem berührt fühlen. Mhm.
Und wenn sie einmal jemand, und ich war früher eher so kritisch, also ich war ur und habe mir gedacht, ah, und Leute zu mir kommen und haben gesagt, wow, danke, das war wunderbar. Und ich habe mir gedacht, ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe total den Schluss verkackt oder da habe ich total das und das gemacht. Und dann hat irgendwann einmal ein Freund zu mir gesagt, überleg dir mal, jenseits von dem, wie du das jetzt empfindest, wenn sich jemand die Mühe macht, zu dir zu kommen und sich dafür bedankt, dass er berührt worden ist, egal wie du das jetzt empfunden hast in dem Moment, dann bitte bedank dich und sag danke für die Mühe und danke, dass du so lieb bist und mir das sagst, das freut mich total. Und dort liegt was, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Ja? Und das finde ich das Schöne. Das heißt, das kann was Menschen berühren, das vielleicht in der eigenen Wahrnehmung, wenn man das jetzt schon so analytisch angehen muss, ein totaler Fuck-up war oder total schlecht oder irgendwie, was weiß ich. Aber einen anderen Menschen hat das trotzdem in irgendeiner Weise berührt, weil da was passiert, was sich dieser eigenen Kontrolle entzieht und trotzdem aber da ist. Ja? Mhm. Und über das hat man eben keine Kontrolle. Und ich finde, dass das der Respekt gegenüber dem, was entsteht, wo mehrere Menschen miteinander was machen oder auch einer allein, dass man das mehr respektiert als sein eigenes Ego und seine eigene Wichtigkeit. Mhm. Dort, glaube ich, liegt wirklich ein Geheimnis auch von einer Dankbarkeit und auch wirklich das annehmen können, ein Feedback, wenn sich schon wer die Mühe macht und das sagt, ja. Es funktioniert wirklich. Wir haben unlängst einen Gig gespielt, da in Rabottenstein, wo es mir noch, das, und wir haben, ich glaube, direkt vor dem Gig über das gesprochen. Mhm. Und es war wieder so im ersten Set. Irgendwas hat mich wieder, ich weiß ja nicht mehr genau, aber irgendwas hat mich total gestört wieder und ich war einfach nicht happy mit dem, was da passiert ist. Und dann war das so, dass der Marc hat ja die CDs da neben der Bühne aufgebaut gehabt. Und ich bin dann einfach stehen geblieben. Und weil die Leute, also ich habe nicht mehr weitergekennen, weil die wollten halt schon die CDs kaufen und ich habe halt Autogramme geschrieben. Und habe da mal bewusst hingehört, was die Leute da eigentlich sagen, weil oft nimmt man das ja auch dann gar nicht mehr wahr. Das, mhm. Du kannst mit dem nichts auffangen, dass dabei sagen, es war schön, wenn das so angespeichert ist. Mhm. Und das hat mir extrem geholfen an dem Abend. Ich habe das als total stimmigen Abend jetzt in Erinnerung so ein bisschen größer gedacht, so in Erinnerung. Also das funktioniert wirklich für die ganzen jungen Leute, die zuschauen, nehmt das ernst, was er gesagt hat. Das ist wirklich so. Ja. Ah ja. Ich wollte vorher, da bin ich ein bisschen abgeschweift, auf so ein lustiges oder peinliches Bühnenerlebnis zu sprechen kommen. Und bei mir gibt es einige, aber eins ist, ich hoffe, ich kann es richtig erzählen, sodass, dass er mitkommt. Aber warst du da damals dabei, Buxl, wie man in Mannheim gespielt habe am Bauernhof? Da war ich nicht dabei, nein. Okay. Da habe ich gespielt, eben, es war ein Bahnhofkonzert, ein öffentliches Konzert auf dem Bahnhof, gemeinsam mit dem Bluesrock-Gitarristen Timo Groß aus Mannheim. Und der hat davor gespielt und ich habe dann danach mit meiner Band gespielt. Und wir haben davor so gesprochen, wie wir den Abend angingen, die zwei Acts. Und genau, es war klar, er spielt sein Set, danach spiele ich. Und dann war meine Idee, weil das ja so eine Laufkundschaft mehr oder weniger ist, du musst ja dort um die Attention spielen quasi von den Leuten. Und wenn dann einfach eine 20 Minuten Umbaupause ist, gehen ja die Leute alle heim, habe ich mir gedacht, deswegen fange ich solo an. Ich spiele 4-5 Lieder und die Band kann im Hintergrund dabei umbauen, nur dass halt die Leute da bleiben. Ich habe gesagt, ja gut, passt, machen wir so. Dann hat er mich noch gefragt, ob ich einsteigen will bei ihm. Sag ich, ja klar, passt, haben uns ausgemacht, irgendein Slow Blues. Haben wir gespielt. Na, dann spielt er sein Gig, es war ein leihendes Blues-Rock-Konzert und er holt mich auf die Bühne. Es war ein leihender Zeigler, der da gespielt hat und ich steige halt ein und das ist richtig aufgegangen, es war musikalisch sinnvoll und es hat Spaß gemacht allen und es war schön, einfach was passiert ist. Die Leute haben es akkutiert, war ein super Applaus. Und ich habe das so abgespeichert gehabt, ja, das heißt, jetzt bin ich an der Reihe. Das war sein Gig, ich steige für die letzte Nummer ein und moderiere ihm quasi dann noch ab mit seiner Band und fange dann solo zum Spielen an. Das habe ich dann also gemacht und dann spiele ich so solo, kommt der immer wieder so an, zuerst fuhren bei der Bühne vorbei und schaut irgendwie so, und ich denke mir, ja, der will mich anfeiern, das taugt einem richtig, okay, ja, leihwand, Thema passt. Und dann kommt er auf die Bühne irgendwann und dann höre ich das einmal, was er sagt, sagt der, ja, du, jetzt kannst du wenigstens durchsagen, dass wir CDs hier haben, ne?
haben wir offensichtlich so aneinander vorbeigeredet, dass er sich dessen nicht bewusst war. Und der hatte sich ja doch, dieser Wiener Pimpf da, der Arsch kommt daher und fickt mich da ab irgendwie. Und das war, er war danach nicht mehr zugegen. Er war mit seinen Sätten nicht fertig quasi. Nein, ich habe ihm einfach angetraut. Ja, ja. Ganz schier. Also jetzt, falls er zuschaut oder irgendwer, der ihn Timo kennt, ich bin nicht so ein Arsch wie das Feiern. Nein, haben wir halt nicht mehr gespielt seitdem. Gell? Ich habe nie wieder gespielt, ich habe einen Timo nie wieder gesehen. Ja, nicht. Super. Fällt euch irgendein peinlicher Bühnenmoment oder irgendwas Lustiges, was ihr auf einer Bühne erlebt habt? Peinlich? Es ist alles passiert, ich habe alles vergessen, ich habe meinen Pass sogar vergessen. Alles, was irgendwie passiert ist, ist der Blitz eingeschlagen auf der Bühne. Aber so diese peinlich ist mir eigentlich jetzt nichts im Nachhinein. Das sind so Träume, die ich immer wieder habe, dass man so diese Musiker-Albträume, dass ich wohin komme, so ein Gig ganz spontan und dann weiß ich nicht, was das ist und finde, das ist so, das kommt alle paar Monate so als Albtraum, aber so wirklich. Peinlich, vielleicht ist mir einfach nichts peinlich, ich weiß nicht. Aber wenig. Nein, bist du ja glücklicher. Aber es sind einfach alle Fehler passiert und dann wirst du dann entspannt, wirst du merkst, es geht dann alles. Das sind alle Seiten gerissen. Jetzt vor 3 Tagen ist mir die E-Seite gerissen. Wow, das kommt da relativ selten vor, oder? Ich habe so hart gegruft, dass die E-Seite gerissen ist. Es geht dann auch alles irgendwie. Ich habe den Gig fertig gespielt ohne E-Seite. Du hast natürlich keine zum Wechseln mit. Ich habe schon, aber das war einfach in so einem Theatersetting, da muss man weiterspielen, da kannst du jetzt nicht irgendwie 3 Nummern auslassen. Das war aber kein Solo auf. Nein, aber quasi im Orchestergraben. Und ja, da muss man dann halt schauen, dass man das irgendwie die Noten spielt ohne einer vierten Seite. Nämlich die tiefste auch, für die tiefste, du eigentlich zuständig bist. Bisschen, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn alles einmal passiert, man merkt, es ist. Wir sind Gott sei Dank keine Chirurgen oder so, wo es dann wirklich um was geht, wenn wir Fehler machen. Die Welt dreht sich weiter. Und oft oder manchmal kommen sogar coole Sachen dabei raus, wenn man irgendwie einen Fehler macht. Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Bei mir ist es so, ich habe auch oft, ich schiebe arge Panik vor Gigs teilweise. Und ich weiß ja eigentlich, dass ich mich immer mit meiner, ich mache das auch schon so lange, ich finde immer einen Weg, wo ich das dann charmant wurde. Und das ist ja auch so oft so, dass das Publikum das ja auch total schätzt, wenn sowas einmal passiert. Ja, ja. Aber bei mir ist erst die Bühnenkante, dann bin ich der coolste Dude ever. Aber davor kennt ihr mich, oder habe ich mich schon angespielt. Ja, ja, es ist wirklich interessant. Ja. Und bei dir, Alex, fällt dir irgendein arger Moment ein? Mir fallen 2 Sachen ein. Eins war, da habe ich noch studiert in Graz. Da habe ich in einer Band mit mehreren Professoren gespielt. Das war übrigens wirklich auch ein Segen, das hast du auch so ein bisschen von dir erzählt. Ich war immer so der Benjamin in oft wirklich, also der Jüngste in oft wirklich erfahrenen Kompos. Ja? Und die haben mich einfach mitgeschleppt und irgendwo hin gezahlt, wo ich selber nicht wusste, dass ich dort sein kann oder so. Ja. Und da habe ich in so einer Band gespielt, ich weiß auch noch, im Jazzland war das in Wien. Und dann kommt der Bandleader irgendwann zu mir und sagt, macht dir das eigentlich einen Spaß, was du da machst? Und ich denke, ja, du schaust aber nicht so aus. Org. Wow. Also das war sehr, es war nicht peinlich, sondern es war sehr ernüchternd und sehr, habe mir mal gedacht, wow, wie schaue ich aus und was mache ich eigentlich, dass der sowas zu mir sagt. Gell? Mhm. Und ein wirklich peinlicher Moment war, da habe ich 97 oder so einen Anruf gekriegt von Klaus Eberhardinger von der ERV, weil 3 Tage vor Tourbeginn einer großen 32-Konzerte-Tour durch großteils Deutschland, ihr ehemaliger Schlagzeuger und inzwischen leider verstorbener Anders Bostrom, der ist, glaube ich, vorige Woche oder vor 2 Wochen also verstorben, ein Gründungsmitglied der ERV, hat einen Gehörsturz gehabt. Und jetzt waren sie in der Situation, entweder sagen sie die ganze Tour ab oder sie finden ihren Wahnsinnigen, der die Tour mit ihnen spielt. Und die war der Wahnsinnige. Ja? Und dann haben wir die ersten 2 Gigs in Graz im Orpheum gespielt. Und dann waren so die nächsten klein Deutschland und dann war, weiß ich noch, da waren wir in Stuttgart. Und dann habe ich mir so nach 5, 6 Konzerten gedacht, okay, ich brauche meine Schummelzettel nicht mehr. Ich habe das alles am Start, käme aus, weiß alles, was läuft. Und
sechster oder siebter Song in so einer Band, hast du als Schlagzeuger auch noch andere Aufgaben, also das Tempo checken und Cues geben und was weiß ich was alles, weil die haben ja auch Kabarett-Sachen und was weiß ich was alles am Start gehabt. Und fange ich an, da habe ich einen Song allein angefangen, und zum Spülen, zack, spül, keiner steigt mit ein, alle bleiben so stehen und machen nichts. Denken, Alter, was ist mit euch, ja? Fang genauso gleich nur mal an und in dem Moment, wie ich wieder anfange, weiß ich, das ist der komplett falsche Song. Und hör auf und sag, shit! Und hau so meine Schläge ins Publikum. Sag, scheiße! Ja. Und ich kriege eine Standing Ovation. Und es waren nie so viele Leute nach dem Konzert in der Garderobe bei mir und haben sich bedankt und haben gesagt, danke, jetzt wissen wir, dass das alles echt ist und dass ihr alle wirklich richtig spielt. Und das, danke, das war super. Aber das war so peinlich, ja. Also wirklich, also volle Hitten, weiß nicht, 5.000, 6.000 Leute, was weiß ich. Eben, kein Club-Kick, ja, irgendwie sowas. Genau. Ne? Das war peinlich. Also mir war es peinlich. Genau. Wir haben einmal mit der Jazz-Kitty gespielt im Konzerthaus. Mhm. Und da war es auch so, die, sie war, ist, glaube ich, für eine Nummer eingestiegen. Mhm. Und hat einfach den Einsatz verpasst und es ist nichts mehr gegangen. Und hat dafür den ersten tobenden Applaus dann gleich eingeheimst, natürlich. Dadurch, dass ich keine Schule besucht habe, habe ich mir meine Lektionen und so natürlich schon auch abgeholt, an der Wertigkeit. Und da gibt es einfach eine arge Geschichte, wie im Papas Tapas, wo ich auch angefangen habe eigentlich, dort habe ich so zum ernsthaft Musik machen. Da waren jeden Montag Blues-Sessions. Da bin ich halt über Jahre dann jede Woche am Montag ins Papas Tapas und am Mittwoch war ich im Bluesman, das war so ein Hitten am Gürtel. Immer Montag dort, Mittwoch dort hin. Und dann so als junger Mensch geht ja das schnell, man macht ganz schnell Fortschritte und so und das hat nicht lange gedauert, irgendwie 2 Jahre, dass ich dann in der Hausband von Papas Tapas war. Und die ist oft von Amis halt benutzt worden, die die eigene Band nicht mitnehmen wollten. Die haben halt dann die Local Cats halt genommen und da war ich halt dann dabei, was super war, weil ich auf arge Leute getroffen bin, da habe ich super Sachen gelernt. So nicht erste Generation Bluesmusiker, aber die zweite schon. Also die waren halt da damals auch dann schon 70, teilweise 80. Und da hat es angegeben den Big Jay McNeely, toller Saxophonist, der Ende der 40er Jahre schon einen Nummer 1 Hit gehabt hat. Und das ist noch ausgegangen, dass ich, also hochbetagt, dass ich halt mit dem dann noch spiele. Und da war es so, das war in meiner Phase, wo ich einfach ausschließlich nur Blues spielen konnte. Ich konnte nur die 3 Akkorde. Und da haben wir uns getroffen halt zum Proben und ich habe wirklich, ich hab ihm angefleht, Big Jay, weil der hat, halt, der hat ein Programm, also ein Repertoire gehabt von Jazz-Standards, alles Mögliche. Schon auch Blues, schnelle Swinger in der Bluesform, aber auch viel Jazz-Standards. Und ich habe ihm gesagt, Big Jay, bitte, ich kann das nicht spielen, also da hat keiner was davon, bitte machen wir das nicht. Und da war er schon not amused natürlich. Ich meine, ein Wahnsinn, dass ich das als, weiß nicht, damals 18-Jähriger dem Act sage, was er zum Spielen hat. Also ja, das war die Lektion, die ich dann gelernt habe, dass ich das nicht kann. Wenn ich es nicht lerne, muss ich einen anderen fragen, dass er den Job macht, weil dann bin ich nicht der Richtige. Und die Aussage war auch noch geil. Better get your card book, motherfucker. Das war schon bei der Probe. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, okay, weil ich gewusst habe, er spielt auch mit der Mojo Blues Band und das ist auch reine Blues Band. Also er macht schon so Abende, wo er dann nur Blues spielt. Na gut, dann kommt es zum Gig. Wir spielen dort im Papas Tapas und er reist nach einer Bluesnummer Summertime einfach an. Und ich habe keinen Dunst gehabt, wie das geht halt. Ne? Und wollte dort im Erdboden versinken. Ich war das einzige Harmonieinstrument. Scheiße. Es war keine Klaviatur, das war Bassist, der Struzi, der Michel Strasser am Zeigel, ich und der Big Jay. Das war ein Absturz. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das gelungen hat. Auf jeden Fall wollte ich im Erdboden versinken und habe dort einen allergischen Schock dann gekriegt. Danach, mir sind die Finger angeschwollen wie ein Hulk. Solche Teile habe ich gekriegt. Und so bin ich dann drin gesessen und war wieder gerät danach natürlich, weil alles scheiße war. Aber das war die Lektion, dass ich kann nicht in Eck sagen, was über sein Repertoire bestimmen. Das geht nicht. Und ja, die Geschichte wird irgendwie dann loswerden, weil es arg, das war eine wichtige Geschichte irgendwie für mich. Um nochmal aufs Album jetzt zurückzukommen. Es ist ja
irgendwie lustig, dass... Also ist euch das eigentlich bewusst, dass wir die Hälfte von dem Album eingespielt haben, ohne eine einzige Probe eine gemeinsame zu machen? Stimmt, ja. Also die erste, haben wir also das waren zwei Sessions, wo ein paar Monate dazwischen waren, aber vor der ersten Aufnahmesession haben wir keine einzige Probe gemeinsam. Und so ist das jetzt auf der Platte drauf. Stimmt, ja. Und das ist für mich jetzt so retrospektiv eigentlich das, oder eins der ganz schönen Sachen an der Platte, dass das jetzt so dokumentiert ist, unser Anfang. Weil da haben wir unseren Anfang gehabt, unseren gemeinsamen mit der Aufnahmesession. Und ich habe dann auch geschaut, dass es dann wie so an die Anordnung der Lieder gegangen ist, dass ich das auch so dann richtig prominent platziere quasi. Ja. Die ersten vier Lieder sind von der ersten Session. Und dann gibt es ja das Lied Servus Alts Haus mit diesem Outro, diesem speziellen, wo das war so eine schöne Erfahrung für mich, muss ich sagen. Aber das haben wir schon im Studio gespielt, oder? Das war jetzt was Spezielles. Ja, ich hab's. Was da jetzt passiert ist. Ja. Und dann, ich hab's mir schon vorgenommen. Wenn du mir geschickt hast, gedacht, oh, bist du. Ja. So in der Nacht, die ganze Nacht da gesessen, haben wir die Stühle dann durchgehört. So wie damals mit 14, wenn da ein Stück gefallen ist, du spielst immer wieder zurück. Jetzt genauso, ja. Das war der Moment, wo wir eigentlich eine Band geworden sind, weil das war das Einzige, was wir wirklich dann auch probiert haben davor. Und uns da, weil das schon speziell ist, dass die ganze Band langsamer wird, dann wieder schneller wird, das habe ich so noch nie gehabt. Und das haben wir super geschafft. Also jetzt, wenn wir das jetzt spielen, klingt das schon wieder ganz anders natürlich, weil wir ja jetzt eigentlich schon Kilometer drauf haben, die wir damals einfach nicht gehabt haben, ist eh klar. Stimmt, ja. Und das ist aber schön, dass das so dokumentiert ist jetzt. Bei der zweiten Session war es ja schon ganz anders. Da wollte ich auch schon kreativ irgendwie mehr in den ganzen Prozess mit einspannen. Da haben wir dann eine Probe gemacht davor. Oder so, aber es klingt auch anders. Das ist für mich irgendwie eine irrsinnig schöne Sache an der Platte. Aber was war die Frage, auf die ich hinaus wollte eigentlich? Ah ja. Ich weiß ja von euch, also von dir, Alex, du bist ja Produzent von vielen Alben schon gewesen. Und bei dir weiß ich auch, dass du musikalischer Leiter schon von Bands und also dass du das auch machst. Und in dem Fall war es aber klar, dass das halt mein Part ist bei dem Album, dass ich da quasi der Produzent, wenn man so will, halt bin und da meine Vorstellung habe. Wie schwer fällt euch das dann wieder umzuswitchen und quasi sich da überhaupt einzulassen auf einen Geschmack von einem anderen Typen eigentlich, wie der das haben will? Wie ist das für euch? Müsst ihr da was antragen, dass ich. Weil ihr habt es mich da tun lassen. Du hast auch einmal, das, was mir sehr geholfen hat, auch eine Sache quasi erwähnt bei der Ballade. Du hast gesagt: Hey Norbert, willst du das nicht einmal probieren, dass du das ein bisschen sanfter singst oder so? Das war das Einzige, was du wirklich ausgesprochen hast, was super war. Sind wir nicht drauf oder was? Rennt was nicht? Okay. Du kannst gerne mal einstellen, wir brauchen neue Batterien. Achso. Ich hab's ja gehört, die Technik. Ja. Und soll ich da mit dem Ganzen nochmal anfangen, Daniel? Oder? Ja, du kannst jetzt noch mal ganz kurz in 3 setzen. Vielleicht das zusammenpassen. Darf ich noch bei dir abschauen? Ja, klar. Ich sitze da liegen. Vielleicht ich brauche mehr Batterien als er. Produzent sein, oder? Genau. Ja. Weil du hast eh vorher geschaut wegen der Frage. Genau, da war er kurz. Da kann man schneiden eigentlich. Ja. Könnte man schneiden. Okay. Sie denkt sich auch schon. Ja, was ist mit ihr? Komm zum Punkt jetzt. Okay. Also bei dem Projekt war es ja klar, dass ich quasi der Produzent von dem Album da jetzt bin. Und ich weiß aber, dass ihr das auch macht, schon bei vielen Alben. Bei dir weiß ich das, Alex, du warst Produzent schon von vielen Alben und du bist auch der musikalische Leiter von Bands und so Buchsel. Wie schwer fällt euch das, das dann quasi auch abzustellen? In dem Moment und sich da einzulassen überhaupt auf wen anderen, der ja auch seine musikalische Vision und seinen Geschmack hat. Und bei dir, Alex, weiß ich noch, hat es auch eine Situation gegeben bei den Aufnahmen, bei der Ballade nur mit dir,
hast du gesagt, hey Norbert, willst du nicht vielleicht probieren, dass das einmal ein bisschen sanfter singst, das Lied. Was es super ausgewirkt hat, das habe ich nicht so in meinem Kopf gehabt, aber das ist viel leibender jetzt eigentlich so. Also danke dafür, dass du das gesagt hast. Fällt euch das schwer, das dann anzutrauen und euch auf die Musikerrolle wieder voll einzulassen, oder wie ist das? Schwer, nein, das, aber es ist, also anzutrauen muss ich nichts eher so zurücknehmen. Und, aber es ist dann eigentlich schön, wenn ich mir nur Bassist sein kann und gar nicht, weil er weiß, dass der Geschmack sehr, sehr gut ist und dass du da irrsinnig viel im Blick hast vom Gesamtsound und dass du das sehr genau weißt, macht es eigentlich keinen Stress oder kein. Kann ich mir das sehr gut zurücknehmen und sagen, passt, ich schaue nur auf meine Rolle. Mhm. Und das hat sich da jetzt sehr gut ergeben. Das ist auch immer so eine Sache, von welche Personen sind im Raum, wie ist die Energie, wie entspannt sind alle, braucht es einen Input? Manchmal hat man das Gefühl, es braucht jetzt, dass ein Momentum entsteht, braucht es irgendeine Sache, die man anstößt. Aber das war bei dem jetzt eigentlich überhaupt nie, wo man dachte, aber jetzt, das hat sich immer alles so zum Nächsten ergeben. Ohne Proben, ohne Konzept, ohne großes, das war das so faszinierend für mich. Der Proberei, dass wir das so hingekriegt haben. Ja, eigentlich ein Wahnsinn, ja. Aber wieder so. Das ist wirklich das Schöne geht jetzt für mich. Das, ich höre das total. Ja, ja. Und dieser Zeitpunkt mit dem Outro von Servus Altes Haus, ja, da ist das wirklich, sind wir eine Band geworden und danach geht es weiter mit der Session, wo wir eben auch schon gemeinsam uns das erarbeitet haben. Wie ist das für dich, Alex? Für mich ist das eigentlich ganz leicht und ich genieße das eigentlich. Mhm. Also ich genieße es, nur Schlagzeuger sein zu dürfen. Und habe auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt was antrauen oder mir irgendwas, wie du erzählt hast, ich habe es mir dann nicht ganz verkniffen. Ja, ja. Genau. Aber wenn man sagt, vielleicht sage ich es da jetzt, weil es sonst niemand sagt. Und weil es dir vielleicht jetzt gerade nicht einfällt, also Option, das mal so zu probieren. Aber ich genieße das. Ich genieße es, nur Schlagzeuger sein zu dürfen. Das habe ich lange nicht gehabt in meinem Leben, war ich alles wirklich jetzt gleich, Produzent, Schlagzeuger, Checker, Manager. Das ist herrlich, das aber alles nicht sein zu müssen. Das ist auch arg, dass diese Sparte des Berufs auch durchgemacht hast, das Management. Mhm. Wie ist es zu dem eigentlich gekommen? Hatte da irgendwer aus der Band gefahren, war keiner da und jetzt muss das wer machen? Ja, und das ist ja so ein bisschen so eine gewachsene Geschichte. Mit dem Café Drexler hat das angefangen, da war jetzt nicht so wirklich der Manager, aber ich war jetzt sicher der von den dreien, der die besten oder die ausgereiftesten Netzwerke gehabt hat, sagen wir es mal so. Durch meine Geschichte halt schon längere. Ja. Ich bin sicher der Älteste in der Band und kannte dadurch, durch meine musikalische Umtriebigkeit, mehr Menschen, mehr Leute und habe da eigentlich unbewusst so Teile übernommen, nie so ausgesprochen oder so. Und dann hat sich das mit der Anna eigentlich so ergeben. Und mit der, da waren wir ganz am Anfang eigentlich unserer ganzen Geschichte. Und da hatten wir einen Manager an uns geankelt, an der in Amerika, den ich von Amerika her kannte, der dann in Wien gelebt hat. Und der war dann so merkwürdige Sachen irgendwie und Ideen hatte, wo ich dann irgendwann zu Anna gesagt habe, du weißt was, ich glaube, das können wir selber besser. Und ich mache das jetzt einfach so. Ja, und habe das dann einfach mit ihrer Zustimmung und ihrer Übereinstimmung angefangen zu machen und bin dann auch da irgendwie so reingewachsen, mehr oder weniger. Und das war schon eine bewusste Entscheidung, aber ich hatte da so ein paar unorthodoxe Ideen, wie man Dinge machen kann, wie, was weiß ich, Raiffeisen war da einer unserer Partner. Und dann hatte ich die Idee, bin ich zu dem Leodegar Bruschak, dem Marketingchef von Raiffeisen damals gegangen und habe gesagt, du, ich habe doch ein Netzwerk von lauter Banken in Österreich und mache Foyers, sind so groß, dass man ein Konzert drin spielen könnte. Warum macht man nicht eine Raiffeisen-Foyer-Tour? Mhm. Und das war der Grundstein für das goldene Album der Anna, weil wir dort so viele CDs verkauft haben an diesen relativ kleinen, aber der Vielzahl von kleiner Konzerte. Da hast dass du man, Anna F. auch gesehen, bei einem ja, von diesen ja, genau, Konzerten. Ja, genau. Ganz genau. Und das war der Grundstein für das Goldalbum. Ja. Mhm. Und das waren halt so, und ich hatte da oft so unorthodoxe Ideen, aber auch mit meinem Background als Musiker, wo ich mir halt manchmal schon gewünscht hätte, vielleicht, wo machen wir es nicht so oder wo probieren. Ja. Das konnte ich dann mit der Anna zusammen einfach ausprobieren. Mhm. Und da hat wirklich viel Unorthodoxes sehr gut geklappt. Mhm. Und so kam das. Und dann
hat halt irgendwann die Donau-Uni in Krems angerufen und gesagt, du, wir hätten da jetzt eine Vorlesung für Musikmanagement und ENA Development, magst du das machen? So, ja, passt, mach ich. Da habe ich noch den Robi Faustmann gehabt. Oder ja, den hast dann du quasi auch gemanagt? Ja, ja, genau. Okay. Also in seiner erfolgreichen Phase. Das muss das Manager sagen. Das muss ich leider sagen. Ja. Weißt du, das Thema Alter vorher angesprochen hast, das ist auch, finde ich, so ein leibender Aspekt an Musik machen. Bei uns ist klar, also du bist ein bisschen älter, du warst ja an anderen Plätzen wie wir, du hast mit Orgen... Das ist nett formuliert, danke. Naja, also, oder? Ich meine, du warst, hast mit Orgen Kapazundern in Amerika gespielt und so. Und es ist in dem Moment, wo man dann aber da gemeinsam steht und die Musik macht, vollkommen wurscht. Völlig. Eigentlich, oder? Wo voll wer schon war oder was, egal. Wo wer noch nicht war oder was weiß ich. Genau. Das ist ein cooler Aspekt an dem. Das ist wunderbar, Ding. Ich liebe das. Und das, da komme ich schon wieder zurück, das ist schon was, man kann sich schon als Musiker identifizieren, das ist schon eine spezielle Sache, die verbindet. Das habe ich schon, ich weiß nicht, ob das ein Tischler hat, dass ein 20-jähriger Tischler mit einem 60-jährigen Tischler genauso zusammen. Ich glaube schon. Ja, glaub schon. Wenn so eine Leidenschaft da ist wahrscheinlich, ja, dann geht das, oder? Vielleicht ist das, ja. Aber es ist irgendeine gemeinsame Identität auf jeden Fall als Musiker, die das zulässt, oder leichter zulässt vielleicht. Ist nur meine Erfahrung, dass man da irgendwie die Welt ähnlich erlebt und irgendwie, ja, vielleicht ist die Leidenschaft, das kann sein. Auf jeden Fall bist du, und da haben wir auch schon geredet, du bist da ein volles Role Model für uns, wie sehr man das frisch halten kann. Und also diese Musik, du, wie gesagt, das Alter ist vollkommen wurscht, ganz im Gegenteil, du sprühst da immer mit Ideen, da kenne ich einfach Zeigler, die 20, 30 sind, die dort nicht sind. Die nicht so frisch sind. Und die Frische ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes in dem Ganzen, ich mache es ja auch seit 25 Jahren schon, sich das zu bewahren, da haben wir einmal geredet, ist für mich ganz entscheidend. Das steht eigentlich über allem mittlerweile. Auch über einen mittelfristigen oder kurzen Erfolg. Das steht auf jeden Fall da drüber, weil ich will das bis an mein Lebensende machen. Aber ich glaube, das ist hat viel mit einer inneren Einstellung zu tun. Und ich finde das Wort Frische schön. Aber ich glaube, dass man wirklich den Mut hat, immer wieder frisch zum selben hinzugehen oder zum Ähnlichen. Ja? Und aber nicht jetzt in einer negative oder in eine fragwürdige Formulierung des Wortes Routine einfällt, sondern dass man wirklich sich traut, frisch zu sein. Ja? Also das ist, glaube ich, der Punkt. Stimmt, da gehört auch Mut dazu. Ja, da gehört voll Mut dazu. Weil da kann auch immer was passieren, genau, was man davor nicht am Schirm hat. Genau, der Punkt, aber wo immer was passieren kann, das ist der spannende Punkt. Absolut. Das ist der spannendste Punkt. Das ist für mich auch als bei Solisten das Wichtigste, dass ich merke, der geht auch ein Risiko, der will auch über den Tellerrand hinaus und das genau ausloten. Was macht ein gutes Solo für euch aus? Dass man was gespürt dabei. Ich glaube, man merkt sofort, jeder merkt, du brauchst keine Ausbildung, keine Erfahrung. Man merkt, wenn wer was overnudelt, wenn wer was runterspielt, was einfach Routine ist eben. Ein gutes Solo löst eine Emotion aus und gibt einen neuen, wenn es überliert ist, gibt es einen neuen Aspekt, der verliert vielleicht. Auf jeden Fall soll es eine Emotion auslösen in einer Form. Aber ich glaube, Regeln dafür gibt es keine. Das kann schnell viele Noten sein, eine Note sein, sehr fast nichts sein. Das ist mir schon bei allem passiert. Aber es ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, dass man sehr viel Risiko eingeht. Vielleicht auch das Risiko eingeht, nur ganz wenig zu spüren und dass das nur aus Luft besteht manchmal. Das. Ja, dass man bereit ist, das Unbekannte sich sichtbar machen zu lassen. Das ist das, glaube ich, das Schöne. Und das ist auch das, was du mit Frische meinst. Ja? Einfach das, und dass man seine eigenen Grenzen bereit ist zu sprengen. Ja? Und mehr dorthin geht, wo es gerade hingeht, als man glaubt, dort muss es jetzt sein oder so. Ja. Der Moment, das ist auch sowas Wichtiges, finde ich, als Instrumentalist jetzt, oder als Solist in dem Fall. Und viel für mich an einem guten Solo ist aber auch jetzt, speziell bei dir auch jetzt, dass du so einen, für mich so einen ganz einen distinguierten Sound und eine ganz geile, besondere Art der Phrasierung. Ja, also das charakterisiert die für mich sehr und ist sehr speziell. Ich finde das
großartig. Und das muss jetzt gar nicht sein, was du dir jetzt da groß Gedanken machst, ja, oder was bewusst machst, ja, aber was einfach so da ist, gell? Und mhm, das hilft jetzt auch, frisch zu bleiben, mir. Ja, das hilft auch mir, frisch zu bleiben, ja? Weil es auch so offen ist. Bei mir war das überhaupt arg meine Entwicklung so als Solist, weil, wie gesagt, das ist ja alles so selber zusammengestickelt halt bei mir. Und wie ich schon davor gesagt habe, ich habe von Anfang an mit arge tolle Solisten halt spielen dürfen. Und ich wollte das auch, das hat mich so beeindruckt, dass die richtig frei halt spielen können. Dass die wirklich nicht wissen, was machen und in dem Moment Entscheidungen treffen, Richtung Wege gehen. Das habe ich nicht können. Ich hab mir Phrasen, ich hab's runtergehört, mhm, so wie man das Gitarrespielen gelernt, und habe dann wirklich so mir gedacht, okay, jetzt kommt dann mein Solo, ich steige ein mit dem Bill Jennings League, das ist geil, und dann will ich das Danny Gatton-Ding reinpacken, weil ich dachte, das ist geil oder so. Und das hat mich dann auch irgendwann echt frustriert selber auch. Das war nicht leicht, und die anderen haben das so kennen im Moment. Und das war ich habe schon natürlich aneinander gestickelt die Phrasen, so dass nicht gleich jemand, und da bin ich ganz gut im Täuschen und Tarnen, das ist nicht gleich jedem aufgefallen. Ja. Mhm. Das habe ich schon anders aneinander jedes Mal gereiht. Mhm. Aber das war echt nicht die Erfüllung. So. Und deswegen, das habe ich vorher mit Üben gemeint, wenn ich übe, dann schaue ich nur, dass ich das einfach schaffe, dass ich meine Musik überhaupt zulasse, die in mir ist. Deswegen connecte ich mich mit meinem Instrument halt, mhm, weil ich das rauslassen will. Und das ist auch wirklich so eine geile Geschichte. Das hat auch was da. Man hat das Gefühl, man kann sich an was Größerem, mit was Größerem connecten. Das ist ein bisschen auch, also es ist vielleicht esoterisch, also aber ein bisschen was Göttliches, so den Improvisationsgott auch. Und da irgendwie mitzuschwimmen. So als aktiver Betreiber von Jam-Bands fast mein ganzes Leben. Also das sind halt Bands, die nur improvisieren, nur unter Anführungszeichen, die auf der Bühne gehen und nicht über Musik reden im Tourbus oder auch nicht vor und auch nicht nach dem Konzert, sondern die gehen rauf in der vollen Zuversicht, dass es jetzt geil wird. Ja, und keiner weiß aber, wer anfängt, welche Tonart, was passiert, nichts. Ja, also wirklich nichts. Dann gibt es natürlich Dinge, die sich eine Band, so wie das Café Drexler, das seit 23 Jahren zusammen spielt, sich gewisse Dinge erarbeitet und gewisse Sachen hat, wo man sich dann so wie so ein Klander mal von einem finsteren Fleck zum nächsten handeln kann. Ja? Ja. Aber dieses wirklich voll sich hingeben an diesem Moment. Mhm. Und ich glaube, da geht es jetzt für mich jetzt ganz besonders, kann ich jetzt nur für mich reden, aber für mich geht es nicht um Entscheidungen zu treffen, sondern für mich geht es wirklich mich voll diesem Vertrauen und dieser Zuversicht hingeben, dass nichts passieren kann und alles passieren darf. Ja? Mhm. Und da entstehen dann die wunderbarsten Sachen. Und wenn man jetzt, wie du vorher auch gesagt hast, so, wenn man Fehler macht, da entstehen oft die tollsten Sachen. Und ich sehe das jetzt nicht als Fehler, sondern wenn man einfach auf einmal in irgendeinem Pond war, in dem man noch nie schwimmen gegangen ist, und aber weiß, man geht trotzdem nicht unter. Ja? Ja. Mit der Zuversicht, dort weiter zu schwimmen. Das finde ich einfach, das ist für mich das Geilste, miteinander Musik machen. Das erfordert auch viel Mut natürlich, ist eh klar. Ja, aber auch Zuversicht. Zuversicht, gell? Ja. Es ist so arg, was man da für Rückschlüsse immer aufs ganze Leben ziehen kann oder ja, mit der Musik machen. Absolut. Ich meine, es geht vielleicht allen so, die in ihrem Beruf sie so da verwirklichen können, aber es ist arg, wie nah das dran ist eigentlich ja, am Leben. Auch das mit der Frische, das ist ja genauso. Ich will ja auch nicht irgendwann ein alter Scheißer werden, der alles gesehen hat und dem keiner mehr was zu erzählen braucht. Das will ich nicht werden. Wollen ja in Pension gehen, oder willst du in Pension gehen? Dass du ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Als Künstler stirbt man, als Künstler geht man nicht mehr. Ja, oder? Das ist ja das Ziel. Ja. Das war eigentlich das perfekte Schlusswort, aber ich wollte noch sagen, dass ich mir wünsche, dass wir viel Gigs miteinander jetzt spielen werden und dass wir als Band weiter wachsen können. Und für mich selber wünsche ich mir, dass wir die Ideen nicht ausgehen. Weil so lange wird es mir sicher geben, solange wir die Ideen nicht ausgehen. Und was wünschst du hier so in nächster Zeit oder als Musiker? Mehr von dem gleichen Guten. Das ist irgendwie. Ich brauche nicht mehr Geld, ich brauche nicht mehr
Berühmtheit. Genauso wie es jetzt läuft, gefällt es mir sehr gut. Viel Verschiedenes mit vielen tollen Leuten machen. Das ist super. Das habe ich mir gewünscht, genauso wie es jetzt ist. Das ist schön, wenn du das so sagen kannst. Schon, das ja. Finde ich sehr schön. Ja. Das ist bei euch zwar ja eine arge Geschichte, weil ihr beide noch andere Standbeine oder was nicht, oder andere Sachen habt, die euch auch einfach irrsinnig taugen. Bei dir ist das Foto machen, ne, und das ist so selten jetzt für mich als Bandleader, dass man solche Musiker gibt es einfach normalerweise nicht, die auf so einem Level Musik machen können, aber so, ich brauche das für mich selber, dass ich mich fühle wie der 14-Jährige, der das erste Mal im Proberaum steht, weil wenn ich das Feeling nicht habe, taugt es mir nicht. Mhm. Und das Gefühl habe ich bei euch aber auch, und das gibt es aber so selten, so echte Profis, Kapazunder, die das aber auch noch haben. Mhm. Und ja, das ja. Muss man sich bewahren. Also das ist, finde ich auch, das habe ich vielleicht ein paar Jahre dadurch verloren oder zwischendurch einmal verloren. Das habe ich aber dann bewusst wieder gesucht und habe ich gebraucht wieder. Das sonst wäre ich ganz schnell ausgebrannt. Das ist dann die Kehrseite von Musik, das kann, weil es so nahe auch bei dir ist, kannst du dich ganz schnell ausbrennen. Auch finde ich, wenn man das nicht, wenn man es nicht bewahrt. Das ist wieder so ein kleiner Schatz. Genau diesen Funken, den ich eben mit 14 im Proberaum gehabt habe, den spüre ich schon noch immer, Gott sei Dank. Das geht's mir sicher genauso wie dir. Streust da aus. Also. Ich bin ein bisschen gelassener inzwischen. Ich lasse das Feuer mehr brennen. Und da anbrennen. Ja, ab und zu anbrennen auch. Genau. Da gibt es einen leibenden Spruch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Der Dave hat das irgendwann einmal gesagt, das Zitat. Er will nicht die Aschen anbeten, sondern das Feuer quasi weitergeben. Mhm. Das ist auch so ein leibendes Bild irgendwie. Voll. Vielleicht ist das jetzt ein Schlusssatz, den wir irgendwie nehmen können. Danke auf jeden Fall, dass ich Zeit genommen habe. Danke dir. Es ist echt ein leibendes Gespräch. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ja. Es ist ein leibendes Gespräch rausgekommen. Danke euch. Danke. Danke. Ebenso. Und euch auch fürs Mitmachen. Norbi, Norbi, Norbi.